Ich bin gehypt. Der erste Boss Rush in Tears of the Kingdom. Heute werden wir alle König Grioks und alle Frost, Donner und Feuer Grioks in einem einzigen Stream zusammen erledigen. Und wo könnte man das Ganze besser starten als hier vorne im Kolosseum? Insgesamt gibt es 10 normale Grioks und 4 König Grioks. Wir werden uns bei den normalen Grioks am Anfang so ein bisschen rantasten und danach geht's zu den König Grioks. Die König Grioks habt ihr auch schon auf dem Thumbnail gesehen. Das sind prinzipiell einfach alle drei Grioks zusammengemixt. Heißt, er hat einen Donner, einen Frost und einen Feuerkopf. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze sein wird und ich heiße euch ganz, ganz herzlich willkommen. Die Boss-Rushes, die wir bei Breath of the Wild gemacht hatten, haben ja schon enorm viel Spaß gemacht und irgendwie habe ich jetzt umso mehr Bock, das jetzt auch bei Tears of the Kingdom mit euch zu machen. Hier sind wir in der Arena-Ruine und wir sehen schon, der Donner Griok wurde hier sogar auch zuvor bezwungen. Deswegen, die ganzen Boss-Rushes haben auch den Zweck, weil ich glaube, wenn man alle Gegner einer Art besiegt hat, gibt es wieder irgendeine Belohnung. Einfach zusammen mit mir die Gegner zu schlachten und die, die noch nicht geschlachtet wurden, dann auch auf dem Weg mitzusehen, weil wir werden einfach alle erledigen. Das heißt, wir sind definitiv mit allen Grioks am Start. Yo. Ach du Schande. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet gehabt, dass der Dude down ist, aber anscheinend haben wir einen schwachen Bogen ausgerüstet. Ja, der hat nur 24 Damage. Oh mein Gott. Okay, wir müssen auf den hier gehen. Schild nämlich auch mal einen, der keinen Schaden tankt. Und hier gehen wir auf... Fast alles von uns ist elektrisch geladen. Oh mein Gott, das wird ein schwieriger Fight werden. Wir müssen auf den hier gehen. Alle anderen sind nicht wirklich tragbar. Gut, generelle Sache bei den Grioks. Holt euch eine erhöhte Position, geht in den Slow-Motion-Shot und erledigt jeden Kopf der Reihe nach. Ihr seht's, selbst wenn man einen 24er-Bogen hat, muss man noch ein Item mit hinzufügen, was relativ stark ist. Ansonsten kriegt man den nicht auf einmal down. Er ist halt einfach zu mächtig. Und danach einfach auf seinen Kopf draufschlagen. Wenn ihr diesen Bam-Sound hört, dann habt ihr sein Auge getroffen und er kriegt mehr Damage, als es normalerweise der Fall wäre. Let's go. Ich find's auch nice, dass die allesamt einen besonderen Finish haben. Den will ich unbedingt auch mit euch noch sehen. Der wird mega werden. Stimmt, benutzt den Donnerhelm. Oh mein Gott, wir haben ja den Donnerhelm. Ach du Schande, wir können uns das bei dem Donner-Griok ja richtig einfach machen. Natürlich nicht komplett einfach, aber schon einfacher, als normalerweise der Fall wäre. Ich habe auch noch den Boss-Bockhauer. Wie stark sind die? Ich sortiere mal nach Angriffsstärke. Ich könnte jetzt auch einfach... Wobei, nee, die Gipto-Hörner, die nehme ich mir später mal vor, beziehungsweise die Gipto-Knochen. Die sind nämlich zu stark, als dass ich sie einfach so rauswerfen würde. Aber wir können Leunenhufe nehmen. Nice. Plus 20. Ja, jetzt ist er definitiv One-Shot. Und der letzte. Get wrecked, Buddy. Ich habe das Gefühl, die Donner-Grioks sind die schwierigsten. Vor allem, wenn es in Gewittergebieten ist. Wobei es gerade gar nicht mehr gewittert. Okay, perfekt. Ich kann also andere Ausrüstung wieder nehmen. Nehmen wir dann mal... Das ist viel zu stark. 75er, das nehme ich für die König-Grioks. Nehmen wir das hier. Und schwingen uns ganz kurz wieder nach oben. Ich werde keinen antiken Pfeil benutzen. Alle Grioks, beziehungsweise generell in allen Boss-Rushes, werden wir jeden einzelnen Boss auf normale Art und Weise bezwingen und ihn nicht uns ercheaten, indem wir einen antiken Pfeil verwenden. Also bitte. Da sehe ich uns jetzt aber absolut nicht. Get wrecked, Buddy. Man, das macht so viel Spaß. 14 Stück in der Zahl, Friends. Und wir sind schon knapp die Hälfte bei dem ersten durch. Vor allem droppen die auch verdammt nice Items. Immer schön alles mitnehmen, was die holen. Immer alles mitholen. Oh mein Gott. Wo ist denn der kleine Schlawiner? Ach, hier ist er. Oh. Tut mir schon so ein bisschen leid, dass er jetzt schon wieder aufs Gesicht kriegt. Ich sollte auf jeden Fall immer ein Item mit verknüpfen, weil wenn ich kein Item verknüpfe, verbrauchen wir viel zu viele Pfeile und das ist auch eine Rarität hier in dem Part. Wenn wir am Ende keine Pfeile mehr haben, könnte das sehr brutal werden. Oh mein Gott. Schaut euch den Süßen an. Jetzt will er zum Finisher-Move ausholen. Wenn wir es ihn machen lassen, könnte das brutal werden. Von daher ganz schnell nach oben. Und runterschießen. Kriegen wir das noch hin?
Yes. Eins. Zwei. Und drei. Kein Finisher für dich, Buddy. Und er ist so gut wie down, allein schon durch den Sturzschaden, den er erlitten hatte. Erste Waffe ist leider weg. Nichtsdestotrotz, Master Schwert kann ihn finishen. Und BOOM! Donnergriok. Erneut in der Arena-Ruine bezwungen. Freut mich, dass ihr alle so mit am Start seid. Grüße raus an euch alle. Okidoki. Erster Boss ist abgehakt. 10 gibt's auf der Oberfläche. 3 im Himmel und einen im Untergrund. Den im Untergrund werden wir zuletzt erledigen, weil ich finde, der sieht am nicesten aus. Das ist ein komplett in Miasma eingehüllter König Griok. Könnt ihr euch drauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall mega darauf und an der Stelle mal Grüße raus an euch alle. Eugene, Yangani, Clapshooter, Fabi, BFF-Vlogs, Yokiko, was geht? Yo, Tobi, Chicken Nugget, Tommy und Robert, Glumas, Moin, Real Zano, Hanna. Eis finde ich von allen am schlimmsten, ich glaube auch. Das Dumme ist, bei der Eisregion muss man halt eine bestimmte Ausrüstung nehmen, ansonsten friert man sich hier den Hintern ab. Und die Ausrüstung habe ich noch nicht wirklich hochgelevelt. Würde die aber trotzdem einfach mal anziehen. So, hier haben wir die. Und dann auch noch schön das Gewand hier. Jetzt geht's uns blendend. Kurz schauen, wo ich den markiert hatte, hier vorne. Dann ändere ich das Ganze mal kurz ab, damit es besser nachvollziehbar ist, wo er ist. Er sollte sich hier oben befinden, oder? In der Nähe vom Abgrund? Höchstwahrscheinlich. Moin, Johann! Neue Rush-Idee. Alle Bosse in Breath of the Wild und alle Bosse in Tears of the Kingdom. Aber Fabi, das würde ich vielleicht als Grand Finale am Ende machen. Das wird nämlich sozusagen dann 24-Stunden-Stream, wenn nicht sogar noch länger. Tears of the Kingdom hat so viele Bosse. Viel, viel mehr als noch in Breath of the Wild da waren. Von daher bin ich da so oder so schon gespannt drauf, wie das Ganze wird. Mega. Hey, Fake Okami. Freut mich, dass du hier bist. Drauf da. Den haben wir tatsächlich bisher noch gar nicht erledigt. Deswegen, ich bin echt gespannt, was es als Belohnung gibt, wenn man alle Bosse einer Art erledigt hat. Das muss wieder irgendwas geben. Damals gab es ja bei Kilton einen Orden des jeweiligen Bosses. Hier gibt es bestimmt auch irgendwie sowas. Oh, und genereller Funfact. Wenn ihr jetzt einen Griok erledigt, abseits vom Donnergriok, könnt ihr auch Elementarschwäche benutzen. Das heißt, bei einem Eisgriok oder Frostgriok Schlag mit einem Feuerschwert zu oder mit einem Feuerpfeil. Ist das Beste überhaupt, was ihr machen könnt. Okay, ich glaube, den erledigen wir, indem wir hier an der Seite hochgehen. An dem Schwert. Sollte klappen. Komm schon. Let's go! Die Geisterrüstung haben wir bisher noch nicht, nee. Moin, Buddy. Oh, oh. Falsches Ding aus. Ich wollte den Pfeil haben. Okay. Ich wollte gerade tatsächlich den Pfeil ausrüsten, also den Bogen. Und nicht irgendwie ihn anschauen. Ich meine, das sieht schon recht sexy aus. Muss ich jetzt aber nicht sehen. Sage ich ehrlich, wie es ist. Schnell nach oben. Komm, 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 komm. Okay, okay, okay. Oh, 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 oh. Der Dude ist schon ganz heftig. Ganz ehrlich. Eins. Zwei. Und drei. Let's go. Komm zu Papa, Kleiner. Wo ist denn der jetzt? Ach nee. Wird er ganz runter? Na, wir müssen ihn jetzt einfach abseits vom Kopf schlagen. Guck mal, der Kopf ist hier vorne. Machen wir auch. Du bist ja sehr interessant gefallen, Kleiner. Ganz ehrlich. Ich habe das Gefühl, das hier ist so ein bisschen buggy bei dem hier. Aber klappt schon. Ah, am besten ist es halt, wenn wir jetzt wieder erhöhte Positionen einnehmen können. Ich nehme auch mal eine Sprintmedizin, sodass wir ein bisschen schneller am Start sind. Und ab nach oben. So. Feuerfrucht mal wieder. Eins. Zwei. Und die letzte Eisschorle wird auch noch zerbrochen. Kleiner Mann. Doof ist nur, dass er mich auch, selbst wenn er tot ist, noch eingefrieren kann.
einfach weil seine Eisdinger auf dem Boden erhalten bleiben. Na egal. Feuer macht hier ganz schön viel Damage, was? Da sehe ich uns. Die sind viel zu stark, die Griots. Alter, sind das heftige Bosse. Die machen dann auch immer schön ihre Flügelschläge, damit man etwas Abstand gewinnt. Danach direkt Mammutattacke wieder. Was will denn der Kleine? Der macht nichts. Gar nichts machst du, hörst du? Uno. Dos. Tres. Und rein ins Getümmel. Moin, Beate Uzi, was geht? Hey, Holger, freut mich, dass du hier bist. Lass dir noch ins Finishen. Rijo, danke für den Support. Ich wette, der geht jetzt ganz nach oben. Das lasse ich ihn diesmal auch machen, wenn ich finde, seine letzte Attacke sieht einfach viel zu episch aus. Na, schaut ihn euch an. Ein Frostkriog am Himmel, wie er lebt und lebt. Und jetzt... Charge Viertek! Bumm! Ein riesiger Eiswirbel kommt über uns runter. Und wir nutzen das Ganze, um zu ihm nach oben zu kommen, Friends. So wie es sein muss. Zeitumkehr. Und lass uns über allem stehen. Oh Gott, der schmilzt. Weil ich ein Feuerschwert ausgerüstet habe. Dann machen wir das mit dem hier. Das Spiel ist viel zu realistisch, Freunde. Aber halt wirklich. Moin, Meister. Ich glaube, du siehst schon kommen, was jetzt passieren wird. Du wirst untergehen. Allein der Fall-Damage müsste ihm jetzt tatsächlich den letzten Atem geraubt haben. Noch nicht ganz? Okay. Bam! Dann machen wir das halt so. Komm schon. Lass ihn uns finishen. Nicht nochmal. Nicht nochmal, Kleiner. Nicht nochmal. Komm schon. Der macht es tatsächlich nochmal. Oh mein Gott, ist der nice. Aber auch gleichzeitig verdammt hart. Was macht der jetzt für einen Move? Denselben wieder, ne? Los geht's. Ich kann ihn jetzt ordentlich aus der Luft rauszünden. Let's go. Das ist so cool, die Gen. Das ist so cool, die zu besiegen. Das ist wirklich ein guter Boss. Nintendo hat gelernt. Der Boss hier ist einfach nur Hammer. Ich liebe es, dass Nintendo so einen Boss kreiert hat. Und er ist down. Bam. Frostkriok im Gerudo-Gipfel. Erledigt. 12 more to go. Ich bin schon sehr gespannt auf die König-Krioks. Ich denke, die werden uns einige Nerven kosten. Aber okay. Erledigt. Als nächstes würde ich sagen, holen wir uns dann hier einen weiteren Donner-Kriok ab, oder? Wie sieht's aus? Da sehe ich uns doch. Moin Regina, hey Game Master, Johnny. Welcome, welcome, Maxi King, was geht? Hey, hey, hab die Boss Rushes von Breath of the Wild immer geguckt und geliebt und bin gerade ausgeflippt, als ich die Benachrichtigung gesehen habe. Echt jetzt? Ja, dann freut mich, dass du da bist, Maxi King. Das Ganze kann man hier in Tears of the Kingdom wirklich noch viel, viel weiterziehen. Weil hier gibt es ja sogar die Underground Bosses. Also die Bosse von den Titanen praktisch oder von den Tempeln. Nochmal in stärkerer Variante und doppelte Ausführungen im Untergrund. Also hier gibt es viel mehr Bosse, als es noch in Tears of the Kingdom gab. In Breath of the Wild gab. Deswegen, ich freue mich da auch mega drauf. Das wird so eine nice Session werden die nächsten Wochen. I like that. Moin, Levin. Hier vorne müsste der gleich auf seinem Stein sitzen. Der kleine Schlawiner. Bisher hatten wir uns vor dem noch nie rangetraut. Achso, es ist ein Flammengriok. Und da unten denkt sich Farodra gerade so, moin Jungs, ich bin auch da. Mm-mm. Du bist heute nicht das Thema. Das Thema sind diese nicen Biester hier.
Dann haben wir jetzt tatsächlich richtig schön gestartet. Zuerst ein Donner, dann ein Frost und jetzt einen Flammengriok. Heißt, alle drei Arten haben wir durch. Eigentlich müsste man es der Sinnhaftigkeit halber dann auch gleich so machen, dass wir dann schon den ersten König Griok erledigen gleich, oder? Yes, lass das machen. Heißt, nach dem hier wage ich mich mit euch zusammen an den ersten König Griok ran. Das wird so nice werden. I like that. Das ist auch eine Eisfrucht benutzen. Vielleicht macht ihm auch Damage. Funktioniert auf jeden Fall. Let's go! Jetzt bräuchte ich eine Eiswaffe. Haben wir da irgendwo noch eine? Ich glaube, ja. Die hier. Frost-Griok-Klinge. Das Dumme ist, sein Kopf ist halt jetzt relativ weit unten. Das heißt, ich kann ihm keinen kritischen Schaden machen, sondern nur normalen Schaden. Schade, aber funktioniert schon. Let's go! Flammengriok, my buddy. Du kannst mir gar nichts. Halt mal schön den Rand, danke. Gut. Was für ein Ding nehmen wir bei dem am besten? Ich würde sagen, Moblin Hauer reicht eigentlich. Ja, yep, das reicht tatsächlich auch, um den gesamten Kopf kaputt zu machen. Heißt, Moblin Hauer einfach mit dranhauen. Fertig ist. So schade, dass jetzt da oben liegt. Kannst du mal runterkommen, Kleiner? Könnte ich sehr zuvorkommen. Oder wir kommen zu dir nach oben. Geht auch. Gleich da, keine Angst. Weißes Schleimgelee ist OP. Nice. Schleimgelee, weißes? Okay. Nehmen wir gleich. Ich muss nur darauf aufpassen, dass unsere Waffen jetzt nicht allzu schnell zur Neige gehen. Da haben wir nämlich nicht so viele von. Ich habe das Gefühl, der Fall schließt. Oh, fliegt auch ein bisschen schneller mit dem Moblin-Hauer, kann das sein? So ein bisschen, ne? Ich würde den am liebsten hier runterkommen lassen, weil da oben schlage ich den halt echt relativ schlecht. Komm schon. Moin, Servus, Moin. Hey, Leon. Ihr Müller, was geht? Dan Dragon, hi. Eigentlich heißt es ja immer schön auf die Köpfe draufschlagen, da kriegt er am meisten Damage. Aber ich krieg seinen Kopf hier halt leider nur schlecht hin. Der ist nämlich hier am Abgrund. Naja, egal. Komm schon, flieg runter. Flieg runter. Oder flieg allgemein irgendwo hin, Kleiner. Ich will, dass ich dich auf den Boden kriege. Da oben bist du so schlecht zu erreichen. Komm schon, my boy. Brillenfelsen, Flammengriok. Yes, sir. Okay. Jetzt gehen wir da nach oben hin. Oh, oh. Und ich werde den dann simpel nach unten schießen. Come on. Der dreiköpfige Hydra. Es gibt einen zweiköpfigen Mensch im echten Leben. Ich weiß. Aber eine Hydra ist ja noch mal was ganz anderes. Wo ist sie? Hier vorne. Let's go. Alter, der rastet ja gerade mal komplett aus. Beruhig dich. Kein Grund zur Hektik. Aber halt echt gar kein Grund zur Hektik. Und let's go. Endlich kann ich auch seinen Kopf drauf treffen. Das macht so viel Spaß. I like that very much. Macht er jetzt vielleicht sogar schon seinen Finisher? Kann das sein? Mal sehen. Höchstwahrscheinlich macht er seinen Finisher, ne? Der fliegt ja jetzt ganz nach oben. Oh, I like that. Komm her, Buddy. Gib mir deine Supernova. Flammenrüstung ist angesagt, ihr habt recht. Sonst kriegen wir die ganze Zeit Brandschaden, weil er viel zu heiß für uns ist. Und wir müssen, glaube ich, zusätzlich noch ein Eisding nehmen, ansonsten passt das nicht. Wir brauchen den kompletten Brandschutz, sonst verbrennen wir hier. Alter, aber ist auch logisch, bei der Supernova, die gerade auf uns niederrasselt. Ach, du Schande. Komm schon, gönn uns noch mal eine, hier unten. Die muss nämlich auf den Boden aufkommen, ansonsten haben wir keinen Aufschwung, um nach oben zu kommen. Hier oben hat sie, glaube ich, zu wenig gegeben gehabt. Yes, sir. Oh. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die so einen großen Splash hat. Ach du Schande, wieso hat die so einen großen Splash? Kann mir das mal einer sagen? Crazy. Gut. Jetzt weiß ich ja sowieso, dass wir die Wüstenschutzrüstung anziehen müssen.
Ja, viel besser. Und als Bogen nehmen wir den hier. Mit dem Moblinhauer zusammen sollte das funktionieren. Am häufigsten benutzt. Let's go. Rauf. In your face. Ah, es ist nur doof, dass er die Augen halt so runterhängen lässt. Egal. Funktioniert schon. Ich liebe den Drachen. Ich liebe den Drachen auch. Hat keiner gesehen. Hat absolut keiner gesehen gerade, ne? Finde ich sehr zuvorkommend von euch. Next one. Eigentlich würde ich den gerne hier runterkriegen. Wisst ihr was? Ich hole den auch da runter. Ich lasse dem einen Kopf. Jetzt so ein bisschen rumflattern. Und danach gönne ich mir den hier. Yes, sir. Ruhig. Zappel nicht so rum. Lass dich einfach treffen. Hey. Hey. Der zappelt aber halt echt rum. Ach du Schande. Komm schon. Mach's mir nicht so schwer. Oh, den 75er könnten wir auch nehmen. Yes, sir. Immer schön aufs Gesicht. Das macht Damage ohne Ende. Was sollen wir nicht gesehen haben? Auch nicht. Okay, erster Strahl hat mich tatsächlich einfach nur weggepustet. Jetzt nehme ich mir ganz kurz wieder... Ne, Sportmedizin nehme ich tatsächlich für die späteren Bosse. Dass er auch diesen Double Move macht. Diese Windböe und den Feuerangriff ist heftig. Ist das ein Bug? Oder will der gerade einfach nur abheben, aber kann es nicht? Der will abheben, aber er kann es nicht. Jetzt macht er es. Nice. Let's go. Hat einfach nur relativ lange gebraucht. Ist halt ein dickes Ding. Ne? Muss man ihm einfach lassen. Das brauchen wir nicht, da erstmal in die Luft zu kommen. Ich müsste eigentlich applaudieren, dass er es dann am Ende doch geschafft hatte. Rauf da. Und gib mir gleich wieder deine Supernova. Diesmal werde ich sie erledigen. Nächster Part wird ein Farmpart, definitiv. Da können wir die nächsten Bosse machen. Freue ich mich richtig drauf. Okay, die Supernova lasse ich den jetzt hier erledigen. Komm schon, schieß sie hier runter. Mein Boy, komm, 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 let's go. Boah, das wird mega. Okay, und der Aufwind wird genutzt. Wir gehen direkt in sein Face. Allein der Sturzdamage wird jetzt schon brutal werden, Kleiner. Ich sehe nichts. Okay. Und der dritte ist hier. Jawohl! Okay. Einfach nur ein bisschen Damage machen. Und jetzt rauf da. Bim, bim, bim. Komm schon. Kriegen wir den vielleicht ganz down? Ja, komm, ein Schlag noch. Yes, sir. Der dritte im Bunde ist nun auch erledigt. Lambriok. Wohl er hat's nicht drauf, Kriok. Verdammt. Jetzt habe ich ihn ja richtig hart gedisst. Nummer 3 ist down. Das Game Over-Symbol ignorieren wir gerade einfach mal. Und jetzt geht's an den ersten richtigen König Kriok. Ich freue mich drauf. Wie viele Streams kommen heute? Kann ich dir nicht genau sagen, Fake Okami. Wir müssen schauen, wie lang das hier mit dem Boss Rush angeht. Holzkohl Griok. Wohl eher so, ja, das war ein ganz guter Name. Ich wünschte, die Drachen würde es im Echt geben. Und ich könnte es als Haustier halten und mit ihm durch die Lüfte reiten. Denn Dragon, ich glaube, du würdest es nicht mögen, wenn er dann irgendwann Tollwut kriegt oder so. Du würdest es wahrscheinlich echt nicht mögen. Von daher bin ich ganz froh, dass es die im echten Leben nicht gibt. Yo, Rudifisch, danke für die Gifted-Mitgliedschaft. Die ging an los raus. Yo, er hat's verdient. Vielen, vielen lieben Dank für den ganzen Support und los, genieß sie. Der König Griok ist ja im Prinzip simpel.
Da hinten. Das heißt, wir müssen den jetzt hier anschießen. Genau da. Da vorne ist der. Let's go. Moin Rudi Fisch, freut mich, dass du da bist. Dank dir, dank dir. Ich glaube, die wären sehr anfällig auf Hirntumore wegen den drei Köpfen. Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Wo ist denn der jetzt überhaupt? Hier vorne? Irgendwo im Himmel ist was. Ist der weiter oben? Ja, der ist viel weiter oben. Okay, den kriegen wir so nicht hin. Arigato. Wir müssen wieder zurück zum Schrein und uns da dann tatsächlich was bauen. Ohne das klappt's nicht. It's me. Moin, freut mich, dass du da bist. Wir müssen uns tatsächlich was bauen, ansonsten klappt das nicht so, wie ich es mir gerade vorgestellt hatte. Kann man auch mit Google-Guthaben spenden? An und für sich schon, aber ihr müsst das echt nicht. Chillt, genießt den Stream und habt einfach Spaß. Zockt gerne mit, falls ihr das Spiel habt. Und ansonsten lasst uns zusammen die Griogs im Nu erledigen. Wie viel brauche ich denn jetzt nochmal für unser kleines zweiteiliges Geschöpf hier unten? 9 Stück können wir uns zweimal bauen. Perfekt, das passt. Dann würde ich sagen, König Griog, Bolaer Untertan Griog, ab jetzt bin ich nämlich dein König. Verneige dich vor mir, Kleiner, verneige dich. Huldige dem wahren Boss. Ich bin das. Aber dass er so weit oben ist, crazy. Also da soll es auch irgendwo einen Willen der Weisen geben, meine ich. Weil bei so einer besonderen Insel, da muss es safe was Besonderes geben. Lass uns den mal direkt erledigen. Yes, sir. Dieser Feuerstachel am Nachmittag ist so heftig wie ein Schlag. Vielleicht ein Game Over. Oh, da kommt die Supernova. Nice gereimt, Leon. Nice gereimt an der Stelle tatsächlich. Ah, hier ist es ganz schön frostig. Was mir auch aufgefallen ist, jeder König Griog ist in einer einzelnen Region. Also es gibt für jede Region einen König Griog, so wollte ich sagen. 3 davon auf der Oberwelt und einen im Abgrund. Das ist bestimmt mit Absicht gemacht worden. Ja, safe ist das mit Absicht gemacht worden. You know it. Oh, und wir können das Masterschwert wieder benutzen. Nice. Das ist unsere letzte Bastion. Vielleicht müssen wir am Ende tatsächlich die ganze Zeit drauf warten, dass das Masterschwert sich wieder auflädt, weil wir ansonsten nicht weitermachen können. Komm schon weiter nach oben, du schaffst das. Immer schön weiter nach oben, weiter nach oben, weiter nach oben. Okay, wir müssen eine Batterie essen. Ohne geht das tatsächlich hier gar nicht voran. Wo haben wir eine große? Hier unten, let's go. Vielleicht wäre eine große ein bisschen übertrieben gewesen, aber funktioniert. Oh, oh. Jesus Christ. Wir haben versagt. Oder vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht. Oh mein Gott, ich liebe das Leben. Das Leben liebt mich. Schaut euch das an. Irgendwo hier. Irgendwo hier. Gibt es safe die Möglichkeit, nach oben zu teleportieren. Oder? Komm schon. Hier muss es irgendwo die Möglichkeit geben, sich nach oben zu teleportieren. Das Spiel hat mir doch nicht diese Möglichkeit hier gegeben, damit ich sie verschenke. Nee, 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 nee. Wir kommen hier nach oben. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. König Griog, hättest du nicht einfach ein Schrein bei dir platzieren können? Das wäre sehr zuvorkommend gewesen. Bisschen nach vorne noch? Nee, klappt nicht. Ach du Schande. Ja, okay, wie soll ich hier hoch? Es geht nicht. Vielleicht hier ganz unten? Come on, please. Please. Yes, sir! An der Ecke hat's geklappt, kurz.
An der Ecke hat es eben ganz kurz geklappt. Komm. Ich weiß doch, dass das klappt. Yes! Weil durch den Metallstab kann man nicht durch, aber durch den Stein schon. König Griok, mein Bester. Wir werden dich jetzt finishen. Du dreiköpfiges Biest. Peiniger über Hebra. König Griok. Oh Gott. Und ihr seht's? Der kann einfach alle drei Elementarangriffe zur selben Zeit einsetzen. Das ist einfach so schön. Tatsächlich braucht er auch deutlich mehr Hits pro Kopf. Also der ist einfach stärker als die restlichen. Ihr müsst immer zwei Pfeile pro Kopf verwenden. Sonst läuft's nicht. Let's go. Und für jeden Kopf könnte man jetzt auch eine andere Waffe nehmen. Ich schlag dabei einfach ganz normal mit unserem Schwert drauf. Das funktioniert schon irgendwie. Ich liebe es. König Griok, ich werde dich vom Thron stoßen, so wahr ich hier stehe. Oh, das ist unvorteilhaft. Pust uns doch bitte nicht die ganze Zeit weg. Der will, dass wir Abstand gewinnen, ne? Ja, anscheinend. Okay, 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 okay. Eins. Zwei. Ich kann aber auch ohne Materialien schießen. Das ist gut zu wissen. Dadurch, dass er jetzt eh zwei Hits braucht, ist das nicht ganz so relevant. Und ich hau einfach drauf. Schön auch noch mit Sidons Attacke auf den Feuer draufgehauen. Den Feuerkopf. Jetzt weitermachen. Let's go. Griok König. Jo, warte mal, Griok wird ja anders geschrieben. Ich habe den falschen Titel drin. Oh mein Gott, ich bin so eine Lusche. Ich bin so eine Lusche. Griok wird mit CK geschrieben. Nicht nur mit K. Jo, okay, warte. Wer hat sich dafür entschieden, den mit CK zu schreiben und nicht mit K? Weiß ich nicht. Wer auch immer, er gehört Finish. Deckensprung funktioniert hier vorne nicht. Dann müssen wir ganz schnell zum nächsten weiter. Lass mal angreifen. Beruhig dich, Kleiner. Beruhig dich. Die gehen ja voll auf meine Mates drauf. Mag ich nicht, Kleiner. Mag ich nicht. So. Weg. Jetzt nur noch der hier oben. Und... der an der Seite. Oh mein Gott, sind die stark. Ganz schnell wieder aufheilen. Und weiter geht's. Der haut immer noch zu, obwohl er nur einen einzigen Kopf hat. Das nenne ich mal Durchhaltevermögen. Aber es gebührt einem König ja auch nicht anders. Ein König muss Durchhaltevermögen zeigen. Sonst ist sein Land schnell dem Untergang geweiht. Oh, come on. Ich frage mich, was der für einen Special Move macht. Macht der alle drei Sachen zusammen? Oder wie sieht es aus? Okay, Feuer, Eis zur gleichen Zeit. Donner kommt direkt hinterher. Er schießt zum Glück nach vorne. Da kann ich seine Seite irgendwie gut abwimmeln. Seine Supernova muss göttlich sein. Definitiv. Ich frage mich sowieso, ob er überhaupt eine Supernova benutzt oder ob er vielleicht wirklich einfach alle drei Sachen durchmixt. Habe ich vielleicht ein Auge oder so? Hat nur normal getroffen. Gut, der eine ist down. Abwarten, bis der Donner weg ist. Oh mein Gott. Alter, ist der mächtig. Ich glaube, diese Fights werden einfach nur legendär werden. Gib mir dein Auge, Kleiner. Und zeig mir den Finisher-Move von dir. Zeig mir, was du machst, wenn du den Tod kurz ins Auge gesehen hast. Zuerst bläst er uns mal wieder weg. Und jetzt? Was machst du, Buddy? Was machst du? Du kannst ja nicht einen großen Schwall nach oben feuern. Mal sehen. Erstmal mit Sidons wieder schützen. Einfach zur Sicherheit. Und? Wait.
Er macht alles zur selben Zeit. Oh mein Gott. Blitze, Eis, Luft. Alles zur selben Zeit. Ach du Schande. Ach du. Er macht alles zur selben Zeit. Okay. Wow. Versuche momentan auch die 100%. Guck dabei immer deine LPs, die motivieren gut. Das freut mich so zu hören, Maxi King. Zieh weiter durch. Ja gut. Ich meine, hab ich gesagt, dass der Dude hier so heftig ist? Ja gut, das habe ich, aber der ist echt heftig. Was haben wir hier vorne? Haben wir vielleicht irgendwie eine Truhe oder irgendwie sowas, das wir hier aufnehmen können direkt? Ah, wir haben eine Truhe. Allerdings öffnet die sich erst, wenn wir den Boss besiegt haben. Boah, die könnte was Besonderes beinhalten. Die wird safe was Besonderes beinhalten. Das, was der eben gemacht hatte, war krass. König Griok, ich verbeuge mich vor dir, werde dich aber dennoch vom Thron stürzen. Nur damit du schon mal Bescheid weißt. Okay, Feuer reicht nicht ganz so weit. Komm zu Papi. Erstmal hinter verstecken. Ganz kurz. Und weiter geht's. Oh, warum? Ich wollte gar nicht drauf drücken. Das ist einfach so eine nice Hydra. So, kann ich vielleicht... Ich kann den hier safe benutzen. Dann habe ich den mit einem One-Hit weg. Ich wünschte, ich hätte die ganzen Gipto-Knochen aufbewahrt. Die wären besser gewesen hierfür. Na egal. Was nicht ist, kann er noch werden. Immer schon auf sein Eisauge drauf. Das kassiert jetzt richtig hart von dir. Ein Drittel ist er down. Vor allem den letzten Move hätte ich so gerne noch weiter von ihm beobachtet, aber da waren wir zu schnell weg vom Fenster. Nummer 1. Habe ich vielleicht irgendwie was ganz Starkes, was ich auf ihn draufschmeißen könnte? Außer den Moblin-Knochen macht halt da wenig Sinn, aber vielleicht irgendwas, das ich sehr oft da habe. Kann man Konstruktoren vielleicht? Plus 18? Nicht von schlechten Eltern. Geht ganz gut klar. Jetzt einfach zweimal noch normal. Perfekt. Get wrecked, Buddy. Oh, ich könnte auch was anderes machen, natürlich. Ich könnte auch Angriffskleidung anziehen. Machen wir am besten mal das hier dran. Jetzt ziehe ich einfach die ordentliche Hose an. Jetzt müsste er ein bisschen mehr Damage abkriegen. Let's go. Vielleicht hier noch? Ja. I love it. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, weg, 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 weg. Seine Moves sind viel zu heftig. Zieh dann. Dank dir. Jetzt müssen wir ganz schnell nach oben kommen wieder. Okay. Ah, hier. Nee, er ist zu weit weg. Das funktioniert nicht. Er ist zu weit weg. Habe ich hier irgendwas, das uns vielleicht ein bisschen was gibt? Ich könnte das hier mit Sport nehmen. Dann können wir ein bisschen schneller unterwegs sein. Yo, Shinigami, danke dir für deine krassen 31 Monate Mitgliedschaft. Welcome back, my boy. Freut mich, dass du da bist. Was geht? Okay, Buddy. Du wirst jetzt einfach mal ganz schnell ruhig sein, ne? Feuer ist weg. Blitz auch. Und der hier auch. Let's go. Griok König. Arigato, vielen lieben Dank. Pass auf, jetzt habe ich dich gleich. Mach deinen Move. Eigentlich hätte ich auch einen von seinen Köpfen schon abschießen können. Dann hätte er das Element gar nicht mehr benutzen können. Das wäre super gewesen. Na egal. So oder so. Ich
Ich werde ihn jetzt ein bisschen mehr beobachten. Okay, seine Blitze kommen runter. Und neben den Blitzen hat er halt auch noch Eis und so weiter. Was ist denn der für ein heftiger Boss? Vor allem die... Habt ihr das gesehen? Die macht er einfach in die Luft. Oh mein Gott, der König Griok ist wirklich eine ganz andere Liga. Der König Griok ist eine ganz andere Liga als die normalen Grioks. Ich sag's, wie es ist. Ich bin iced out gewesen. Doch das motiviert mich jetzt irgendwie umso mehr, den jetzt zu finishen. Gut, lass mal direkt von Anfang an Spurtmedizin droppen. Wo ist der auf der Map? Ich kann es euch ganz kurz zeigen. Hier unten ist er. Allgemein im gesamten Himmelbereich gibt es drei König Grioks. Einen im Gerudo-Raum, einen im Zora-Raum hier unten und dann den bei den Ornis, den wir gerade erledigt haben. Und es gibt unten im Bereich der Geron auch nochmal einen. Der ist ein Miasma geholt. Hey, das ist mein Saft. Das ist mein Saft jetzt. Ich brauche den Saft, ich muss mich aufladen, Kira. Notfalls gehe ich gleich nochmal zur Tankstelle und hol dir den nochmal. Das funzt. Let's go. Hey, ein Auge braucht er noch. Let's go. Rauf da. Ich glaube, ich sollte ihn nicht anvisieren, weil dann treffe ich nicht auf den Kopf. Gut. Schnell weg. Dann hole ich mir nämlich meinen eigenen Schwung nach oben. Oh, der kann sich auch anpassen. Der Griok-König ist nicht vergleichbar mit den anderen. Der Griok-König ist wirklich nicht vergleichbar mit den anderen. Ich muss wissen, wie ich die letzte Passage überstehe. Der Rest davor geht voll fit, aber die letzte Passage, die hat's in sich. That's the thing. Okay. Und rauf da! Flo schafft 100 Game Overs, 100% vor den 100%. Na was? Ich schaff das hier schon voll schnell, glaub mir. Einfach nur ein bisschen Vertrauen in mich. Das läuft. Und nochmal down, Kleiner. Dank dir. Als nächstes dann die silberne Bossbock-Hellebarde. Schön ins Gesicht rein. Okay. Zumindest sind wir deutlich schneller. Darf ich einen Vorschlag machen? Klar, Shinigami. Hau raus. Was ist dein Vorschlag? Okay. Kein Eis mehr. Kein Feuer mehr. Kein Donner mehr. Oder umgekehrt. Ist aber auch egal. Passt schon. Getrackt! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wir haben ihn gleich. Mach deinen Move. Davor will ich allerdings so ein oder zwei von ihm rausnehmen. Dass wenn er nach oben geht, er nicht alle Moves machen kann, sondern nur noch Donner oder so. Nein, hat's nicht geklappt. Jesus Christ. Okay, ich brauche einen anderen Bogen, weil der geht sonst gleich relativ schnell flöten. Mit Autobild einen Schutzbunker bauen. Boah, das wäre schon ganz cool. Aber ich weiß nicht, ob das so gut klappt, weil der one-hitted mich immer. Schaut mal, jetzt kann er nur zwei Moves machen. Der Ice-Move ist weg. Heißt Blitz und Feuer. Und wenn ich jetzt eigentlich mit dem Blitz nach oben gehe, müsste ich den ja ganz gut erwischen können, oder? Komm schon, hier noch weiter nach oben. Yes, Sir. Reicht noch nicht aus. Noch weiter nach oben. Perfekt. Come on, come on, come on. Please. Treff den Kopf.
Komm schon! Er hat den Kopf nicht getroffen. Aber er macht jetzt nur noch die Eiswelt. Die Feuerwelt ist unten. Seht ihr das? Heißt, wir können ihn prinzipiell jetzt durch die Zeitumkehr finishen. I guess. Friends, das kann's sein. Wir mussten nur den Donnerkopf erledigen. Und danach war das Ganze ein Klacks. Der Donnerkopf ist tatsächlich der schwierigste von den Köpfen von ihm. Bam! Get wrecked, buddy! I don't like you! I want you dead! Bum, 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 bum! Nimm das! Get wrecked! Na? Wer ist jetzt der König? Aber ganz ehrlich, wenn er nicht so schwer wäre, wie er gerade wäre, dann wäre es auch kein König Griok gewesen. Weil ich denke, dass der König Griok hier mit Abstand einen der schwierigsten Bosse darstellt. Und schaut mal, der droppt alles. Der droppt ein Griok-Herz, das Flammhorn, das Donnerhorn und das Frosthorn. Richtig gut. Richtig stark gewesen. Und jetzt will ich wissen, was in der Truhe von ihm drin ist. Wir werden natürlich alle drei im Himmel und auch den einen König Griok im Boden erledigen. Und natürlich noch die ganzen anderen Grioks, aber die sehe ich mittlerweile nicht wirklich als Challenge an. Da wollte ich mal schauen, was ist hier? Wille der Weisen drin. Nice, süß. Okay, der hier oben wurde somit nun auch geschlagen. Machen wir weiter mit etwas Erholsamerem. Und zwar den normalen Grioks. Ab geht's zum nächsten Frost-Griok. Donner war doch auch in Breath of the Wild der schlimmste Boss. Stimmt, hast du recht. Also, kurzer Fun-Tipp, ich hab's rausgefunden. Wenn er seinen End-Finisher-Move macht, erledigt zuerst den Donner-Griok. Glaub mir, wenn der Kopf von dem Donner-Griok weg ist, dann könnt ihr da eben nur wieder hochfliegen. Wisst ihr, da macht er noch den Ice-Move und die Supernova eventuell, aber die brauchen so lange zum Aufladen, dass ihr im Prinzip durch den Ice-Move locker nach oben kommt. Der Donner funkt euch halt immer dazwischen, das heißt, immer schön den Donnerkopf wegballern. Dann ist es ein leichtes, dass ihr den König Griok erledigt. Kein Enemy ist Flo gewachsen. Flo nimmt alles auseinander. Yes, Sir. So ist es, Johnny. So ist es. Das war ein richtig, richtig starker Boss. Vor allem, dass er einen Willen der Weisen beschützt, heißt ja, dass er Pflicht ist zu besiegen. Und ich bin auch gespannt, was wir bekommen, wenn wir jetzt alle Grioks am Ende erledigt haben. Ich werde es wahrscheinlich in diesem Stream noch rausfinden. Müssen wir mal schauen. Vielleicht gibt es irgendwo wieder eine Medaille, wenn wir alle erledigt haben. Mal sehen. Hier unten ist er auf jeden Fall. Der kleine Schlawiner. Denkt, er könnte sich vor uns verstecken? Nicht mit uns. Oder man nutzt den Blitzschutzhelm. 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 Warum hast du das jetzt erst gesagt, Domi? Ja, man kann auch den Blitzschutzhelm nutzen. Aber wenn ihr den nicht habt, erledigt zuerst den Kopf von dem Donner-Griok. Moin Tipsy, freut mich, dass du hier bist. Gut, wie erledigen wir den hier jetzt? Ich würde sagen, wir locken ihn zuerst mal an. Sieht er uns überhaupt? Ja, er sieht uns. Frost-Griok, Vilon, Schneefeld. Ist mir spontan wieder eingefallen. Flo wird gerne auf der Autobahn geblitzt. Dann nutzt kein Blitzschutzhelm. Definitiv. Moin Wondos. Freut mich, dass du hier bist. Let's go, buddy. Oh. Zwei. Und den schnappe ich mir gleich durch einen normalen Schwung nach oben. Buddy. Mach doch nicht diesen, weißt du? Wenn du so machst, mache ich halt auch so. Wisst ihr? Nicht nach Angriffsstärke, wir machen mal nach am häufigsten verwendet. Wenn du so machst, mache ich so. Okay, ich hätte vielleicht anders machen sollen. Wenn ich den Tipp geben darf, du musst gewinnen. Ja, definitiv. Hör auf damit! Yo! Okay, 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 okay.
gesagt. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade so ein bisschen draußen. Die anderen sind auch wieder am Start. Okay, jetzt machen wir es aber. Geht doch. Mama mia, ey. Und bei dem benutze ich jetzt einfach mal den hier. Let's go. Das macht ihm so viel Damage. Der ist viel schwächer als der Griok im Himmel. König Griok. Alter, ich huldige vor dir. Wo habe ich eine erhöhte Position? Hier vorne, ne? Ja, könnte ich machen. Ich warte erstmal, bis er sich beruhigt hat. Dann gehen wir nach oben. Die anderen sind halt echt keine Challenge. Die anderen sind, ne, wenn man sich jetzt nicht komplett doof anstellt, wirklich simpel. Ist halt so. Ich meine, oh, wenn ihr einen Bogen ausrüstet, wäre es natürlich auch gut. Ich meine, ihr seht das ja. Die sind keine riesige Challenge. Schaut. Eins. Ich bin in die Eisspirale reingegangen. Kleiner Tipp, du musst ihn besiegen. Das ist ein super Tipp, edler Blobfisch. Denn das haben wir auch schließlich im Titel stehen, dass wir den besiegen, ne? Von daher würde ich auch einen Tipp zurückgeben. Lass das mal machen, ne? Wir müssen auch noch neue Bögen währenddessen wahrscheinlich sammeln. Sonst läuft das Ganze nicht. Ach du Schande. Ach du Schande, ist der stark. Okay, Frostgrioks sind ekelhaft. Aber wirklich ekelhaft. Oh mein Gott. Wir gehen gleich mal in den Dorf rein, schlafen da im Bett. Und danach holen wir da auch neue Pfeile. Ich glaube, die brauchen wir. Let's go. Ich lache mir den Arsch ab. Hör auf, mich den Arsch abzulachen. Was seid ihr für Miese? Okay. Jetzt macht er seinen Finisher-Move. Uiuiui, diese Tipps sind erste Klasse, aber halt echt. Immer wenn du Buddy sagst, hört sich das ein bisschen wie mein Name an. Stimmt so ein bisschen, ne? Mach deinen Finisher, Kleiner. Bumm. Ich habe gerade so ein bisschen eingeheizt, weißt du? Das muss. Bekomm die Dinger runter. Okay. Let's go. Der ist zu groß, ich muss einen kleineren nehmen. Let's go. Es gibt also auch unterschiedlich große Eiszapfen, die da rausdonnert. Gut zu wissen. Habe ich noch einen Bogen? Ja, das funktioniert. Funktioniert halbwegs. Let's go. Der ist direkt down. Bei denen sollte ich noch Materialien mit ranpacken. Ansonsten braucht das ein bisschen länger. Oh mein Gott. Soll ich den einfach eine Tomate an den Kopf klatschen? An und für sich könnte ich es machen, aber ich weiß nicht, ob das so hilft. Ich glaube nicht. Aber ist okay. Let's go. Get wrecked, Kleiner. Get absolutely wrecked. Und jetzt wirst du einfach drauf probieren. Oh mein Gott. Mach nicht diesen. Hallo? Ich habe ihn nicht nochmal getroffen. Okay, Freunde. Merkt euch eines. Erledigt den Gegner. Und probiert nicht irgendwie zu posen. Das kann nach hinten losgehen. Weil du den die ganze Zeit schlecht redest. Lass dir nachschauen, weil ich den die ganze Zeit schlecht rede. Und dann hat er seine Revanche bekommen. Und ich denke mir nur so,
Well, touché. Das ist ähnlich, wie wenn ihr in irgendeinem Spiel euren Gegner schlecht redet und dann einfach euch alle zerfetzt. Oh mein Gott, du hättest meine Lache hören sollen. Ihr seid so mies zu mir. Dieses bisschen Leben. Ich hätte den einfach nur... Wisst ihr, das ist das Gemeinste überhaupt. Ich hätte ihm am Ende einfach nur auf den Kopf treffen müssen. Anstelle irgendwo einen Bodyshot zu geben und er wäre weg gewesen. Da hab ich einfach erledigt. Der Typ dachte sich so, ich krieg dich. Nicht böse. Ich weiß, es ist nicht böse gemeint. Das meine ich ja auch nicht böse. Ich meine das eher witzig. Also alles gut. I know what you mean, wer. Oh mein Gott. Mein Ding bin gerade aufgekauft so. Und ich fühle mich nicht mehr ganz so deppert. Auch Flo sieht den Game Over Screen öfter hintereinander. Ja, tatsächlich. Das habe ich jetzt nur für dich gemacht, Niki. Das habe ich jetzt nur für dich gemacht. Okay, lass den jetzt mal wirklich finishen. Lass den Dude jetzt wirklich mal finishen. So. Aber meine Lache ist halt echt ansteckend. Boah, dann würde ich sie total gerne mal hören. Aber halt wirklich. Warte mal, wir haben jetzt unser Essen auch nicht mehr. Ist das weg? Wir haben unser Essen weg. Oh, Jesus Christ. Dann lade ich doch mal lieber das Ding hier, oder? Flo, du brauchst eine Skillfrucht. Ferrix, moin, freut mich, dass du wieder da bist. Ey, aber die Skillfrucht, die habe ich schon lange gegessen. Pass auf, jetzt ziehe ich durch. Kaum schreibe ich, mein Lachen ist ansteckend. Flo, tot. Flo, du findest bei den einfachsten Gegnern immer einen Weg zum Game Over Screen. So ein bisschen Todesursache Lachen. So ein wenig. I don't know it. It's okay. Gut. Buddy, komm her. Habe ich überhaupt noch ein paar von den Augen? Oder sind die allesamt weg? Nach Typ sortieren. Und jetzt schauen, ob wir noch ein paar von den Flugaugen haben. Falls ja, benutze ich die mal direkt. Tatsächlich, Elektro-Flederbeißer-Auge. Nice. Das letzte hat nicht gegolten. Aus welchem Grund auch immer. Ist egal. Ich sollte nicht ganz so auf die leichte Schulter nehmen, habe ich das Gefühl. Alles okay. So. Jetzt kriegst du aufs Gesicht. Dafür, dass du dich eben über mich lächerlich gemacht hast, kriegst du es einfach aufs Gesicht drauf, Kleiner. Ich sag's dir. Kann ich eigentlich auch beide auf einmal treffen? Bestimmt irgendwie. Egal. Masterschwert will ich zuerst mit irgendwas kombinieren, bevor wir damit angreifen. Von daher nehmen wir mal den hier. Bam! Hätte ich ein paar mehr treffen können, aber ist egal, passt schon. Zu Beginn des Streams hatte Flo 218 Pfeile. Jetzt sind es noch 105. Ja, ich sag's ja, wir müssen nach dem Fight mal irgendwo schlafen gehen. Und uns da dann auch noch neue Pfeile holen. Bei diesen Pflicht. Seht ihr? Aber eigentlich ist mein Skill so. Ich habe die Skillfrucht eben gegessen, wie mir es befohlen wurde. Jetzt werden wir den nur erledigen. So ist das. Let's go. Erster Bogen ist weg. Zweiter Bogen nehmen wir mal direkt mit. So. Okay, der war daneben. Hat aber getroffen, perfekt. Jetzt müssen wir nur noch einen einzigen Kopf von den kaputt machen. Alter, was? Der hat mich ja komplett umrundet. Das ist ein richtiges Labyrinth hier. Ach du Schande. Okay, und wir brauchen auch noch einen Bogen. Pflicht. So, get down, mein Bester. Eigentlich können wir beide Köpfe gleichzeitig treffen. Wäre zumindest ganz schön. Let's go. Komm her, Buddy.
Na, es wird nicht mal ein Schwanztreffer, okay. Müssen wir jetzt einfach schauen. Floß Broke mit 300 Rubinen. Ich könnte mir jederzeit 10.000 Rubine aus der Achsel zaubern. Einfach weil wir so viele Erze gesammelt haben. Wir haben sehr viele Bosse besiegt, muss ich dazu sagen. Mach deinen Move kleiner. Okay. Komm schon. Einen kleinen bitte. Oder kriege ich den hier? Ah, Jesus. Wir müssen den hier nehmen. Oder den kleinen da unten. Lass den kleinen hier nehmen. Perfekt. Und ab nach oben. Oh, das muss funktionieren. Wie viel Damage macht der Bogen? 38. Dann müssen wir noch ein wenig hinzupacken. Aber das wird schon. Oder? Ja, zwei Treffer. Aber dann ist der auch weg. Und der dürfte allein durch den Sturz schon Game Over gehen. Endlich. Alter, dieser Frostkriok, der hat mir gerade echt das Leben zur Hölle gemacht. Not gonna lie, du hast mich zur Lachnummer gemacht hier. Du Kleiner, obwohl du eigentlich kaum was drauf haben solltest, hat er mich zur Lachnummer gemacht. Wisst ihr was? Weil du jetzt so heftig warst, erledige ich direkt im Anschluss deinen Bro mit nur 4 oder 5 Herzen. Let's go. Der wird jetzt direkt zerfetzt. Am einfachsten ist es wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier einfach von oben hinfliege, ne? Machen wir. Und zwar müsste der hier vorne sein. Da wird er irgendwo auf uns lauern, der kleine Schlawiner. Nur mal kurz schauen, wo genau. Bestimmt hier mittig irgendwo. Ja, da ist er. Seht ihr ihn? Ich sehe ihn auf jeden Fall. Der wird jetzt zerbatcht. Ich sterbe kein einziges Mal bei dem hier. Der kassiert einfach nur meine Pfeile ins Gesicht. Und dann legt er sich hin, gibt mir seine Items und wir sind allesamt zufrieden. Mit 3 3/4 Herzen kriegen wir den jetzt im Nu gefinished, Friends. Ich sag's euch. Das hier wird einfach viel zu einfach werden. Wir haben den schließlich schon mal bezwungen, also warum nicht nochmal? Gut. Feuergelee, let's go. 2 und 3, let's go. Ab dafür. Und immer schön ins Gesicht rein. Seine Angstschreie und Schreie vor Schmerz sind einfach Musik in meinen Ohren. I love it. Ich habe keine Energie mehr. Danke, dass du zuerst keinen Angriff machst, Kleiner. Du bist wirklich ein sehr zuvorkommender Mann. Oder Frau. Ich weiß nicht. Divers? Was meint ihr, ist ein Griok für ein Geschlecht? Ich meine, er hat theoretisch 3 verschiedene Geschlechter. Je nachdem, was sich der eine Kopf denkt, ne? Ich meine, die haben bestimmt auch ein eigenes Gehirn. Bestimmt. Karma kommt gleich. Was für Karma? Hier gibt's kein Karma. Hier gibt's nur Positive Energy. Gut, den in der Mitte erledige ich schon mal direkt so. Jetzt muss ich nur schauen, dass wir die Feuerfrüchte noch irgendwo haben. Die müssten ja relativ weit vorne sein, weil wir die etwas öfter benutzt haben, oder? Wenn wir die denn noch hätten, wären sie hier. Sehr wahrscheinlich. Okay. Dann werde ich den jetzt simpel mit einem Griok-Flügel erledigen. Ich meine, plus 24. Von dem haben wir eh jetzt mittlerweile genug. Dann sammle ich die ein und schieße sie im selben Zug einfach wieder raus, würde ich sagen, ne? Ich brauche die ja nicht so dringend. Let's go. Nummer 2 auch weg. Jetzt geht's weiter. Ich habe das Gefühl, der Kopf will keinen Schaden mehr bekommen. Ja, tatsächlich. Diamanten? Nee, das war der Griok-Flügel. Keine Diamanten. Tuli legt hier schon ganz gut los.
Haut einfach mal direkt raus. Danke dir, Buddy. Für deinen treuen Support. Uno. Dos. Tres. Knie nieder. Dank dir. Und er kassiert jetzt einfach nur von allen Recken. So muss das. Nicht anders. Ach, schade. Wisst ihr, der ist jetzt einfach ein One-Hit-Wunder. Meine, du solltest Diaz verwenden. Nee, Diaz verwende ich nicht bei dem. Never ever. Die sind viel zu kostbar. Du willst mich ja nur trollen. Moin, Andrew. Freut mich, dass du hier bist. Er schießt ja sogar von hier unten noch nach oben. Probiert zumindest, der Kleine. Der zuvorkommt. Supernova kommt runter. Okay. Und hoch. Let's go. Ich will meine Ehre wiederherstellen. Oh oh. Was ist denn das für ein unfairer Kack? Ich war doch schon dabei, nach oben zu gehen. Der Dude meint einfach so. Frostgriok. Eben hattest du das Lachen. Doch jetzt werde ich lachen. Gut, dass ich hier im Stream dabei bin. Sehe ich genauso, Shinigami. Freue mich, hier zu sein. Ihr habt mich verwirrt mit den Diamanten. Das dürft ihr nicht machen. Okay, das ist echt schwierig. Das ist jetzt genau das Richtige fürs Stream anzuschauen. Oh, danke, Fusche. Mann, wieso ist der so heavy? Noobswift, moin, freut mich, dass du hier bist. Flo, du kennst mich, ich kenne euch alle. Musst du nicht nochmal reinschreiben, Tipsy, der Stream geht um was komplett anderes. Aber ja, wir gehen auf jeden Fall mal dahin. Wir werden ja, wie gesagt, 100% machen. Gut. Beruhig dich mal ganz kurz. Dank dir. Und jetzt nehme ich einfach die Flügel deiner Artgenossen, um sie dir wieder in den Rachen runterzuschieben. Weißt du ganz genau, was Sache ist. Und zwar haben wir sie hier vorne. Erstens fliegen dadurch unsere Pfeile so oder so besser. Und zweitens machen die auch nochmal ganz schön viel Damage. Das heißt, ich erledige praktisch einen Griok mit einem Griok. Super, oder? Sehe ich genauso. Nice. Und raus da. Ein Kopf ist schon mal down. Und wir haben schon fast die Hälfte runter. Das ist sehr schön. Let's go. Eins. Und zwei. Gut, und jetzt machen wir das mit dem... Lass mal mit dem Kristall-Gigama-Schwert machen. Ich weiß, eigentlich sollten wir das wahrscheinlich etwas länger behalten, aber ist egal, das passt schon. Würde dem Griok was anderes in den Rachen sieben, wäre eine Erfahrung wert. Was willst du? Was willst du denn machen? Bam. Zwei. Drei. Und der letzte. Let's go. Du kannst gar nichts, Kleiner. Und je früher du das einsiehst, umso besser ist es für dich. Okay. Eins. Oh, der Bogen ging down. Ne? Oder? Nee, war nicht der Bogen. Irgendwas hat er auf mich draufgefeuert gehabt. Egal.
Wenn er jetzt gleich runterfliegt, dann war's das. Wir müssen ihn jetzt nur erledigen. Heißt aufpassen. Wir kriegen das hin. Okay, 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 okay. Komm, 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 komm. Rauf da. Jetzt, please. Please. Mach nicht diesen und schieß dir was weiteres drauf. Perfekt, Buddy. Du hast dir damit gerade dein Ende vorausgesagt. Get wrecked. Oh yeah! Frostgriok im Süd-Tavanta-Schneefeld. Bezwungen. Seht ihr, wir kriegen jetzt nämlich wieder reichlich viele Griok-Flügel von dem. Das ist super. Der ist jetzt auch erledigt. Heißt, wir könnten theoretisch hier unten weitermachen. Doch davor will ich ganz kurz im Dorf der Ornis erst mal schlafen. Oh. Und zweitens nochmal ein paar Pfeile nachkaufen. Flo, was hältst du davon, dass es keine Wächter mehr gibt? Finde ich etwas schade. Aber dafür gibt es richtig gute weitere Bosse. Die Griox als Beispiel. Wenn ihr denen begegnet, boah, die erledigen euch ja auf einen einzigen Schlag. Vor allem, wenn ihr nicht plant, zu besiegen. Ihr rennt einfach nur an denen vorbei, die schießen euch einfach hinterher, dann bist ihr direkt weg. Kannst ihr da auch noch die Ornihose für den Einfrierschutz holen, Hust. Stimmt, die habe ich aber doch schon. Hat die schon direkt den Gefrierschutz? Wenn ich die anziehe? Nee, nur Kälteschutz. Wahrscheinlich, weil ich die Ornihose noch nicht auf Level 2 habe. Wäre aber cool gewesen, wenn ich da jetzt auch den Gefrierschutz bekommen hätte. Heißt, vielleicht sollte ich die ganz kurz bei der Feenquelle auf Stufe 2 bringen. Wäre eine Idee wert, aber die Frostgriox haben wir es ja eh schon durch. Das ist das Traurige. Ich kaufe alle. Ich brauche sie nämlich auch. Wir haben ja das ganze Set, aber es funzt gerade irgendwie doch nicht. Auf Stufe 2, ja, ganze Set auf Stufe 2, genau. So ist es. Wo kann ich hier jetzt schlafen? Ich meine, potenziell kann ich hier überall schlafen. Aber ich will ja irgendwo schlafen, wo es Sinn macht. Wo war sie noch gleich? Weiß ich nicht. Festgefroren. Okay, hier gibt es auf jeden Fall noch einige Nebenquests, die wir machen müssen. Und wo ist das Bett? Ich glaube, hier gibt es gar kein Bett, ne? Kein Bett für mich. Sad. Aber gut, muss ich einfach mitleben. Haben wir unten irgendwo einen Kochtopf oder so, dass ich mir kurz noch was kochen kann? Ansonsten wird das etwas schwierig werden, die nächsten Bosse zu besiegen. Aber wir machen es so oder so. Ganz kurz nach Herzen filtern. Ja, es funzt schon. Das funzt. Seht ihr? Eisfrucht. Wer braucht was anderes? Ich hau einfach alle Eisfrüchte rein. Let's go! Und weiter geht's zum nächsten Boss. Die Frage ist, wie komme ich hier am schnellsten hin? Ich glaube, von dem Turm aus einfach nach oben schießen lassen und let's go. Was bedeutet, dass manche blauen Namen haben? Das sind Mods hier im Stream. Beim Mondzeichen ist das Bett. Ich weiß. Okay, ich hab's gerade vergessen. I'm sorry. Wo klaut man denn am besten Bögen? Ich würde sagen in Schloss Hyrule. Ja, Schloss Hyrule ist ganz gut. Moin Ashsu. Hey. Und erst hier oben. Meint ihr, wir kriegen das hin? Einfach so jetzt darüber fliegen? Wird ein bisschen schwierig werden, aber es klappt schon irgendwie. Ich markiere den einfach mal blau. Dann weiß ich ja, in welche Richtung der genau ist. Du bist übelst gut. Oh, sag dir, Vincent. Es freut mich mega zu hören. Flo, ich habe 200 Eisfrüchte. Ich weiß, die Dinger kriegt man so leicht, ne? Deswegen habe ich die gerade einfach aufgegessen. Das hat gefunzt. Lohnt sich diese alten Karten? Yep,
Dadurch habt ihr im Untergrund nämlich Markierungen, wo sich besondere Schätze befinden. Wenn ihr so oder so im Untergrund alles absucht, ist es eigentlich egal, ob ihr die Karten habt oder nicht, weil die Schätze nicht erst auftauchen, nachdem ihr so eine Karte gesammelt habt, sondern die schon von vornherein da sind. Die Karten zeigen nur die Location davon an. Oh oh. Der gibt uns einen Konstruktbogen. Yes, sir. Ist zwar schwach, aber es ist ein Bogen. I take it. Let's go. Und ihr habt bestimmt auch noch einen Bogen für mich. Oh yeah. Okay, hat keinen Schaden gemacht. Was macht er mit seinem Kopf da gerade? Abgeblockt von Technik. Gut, schauen. Synthetisieren und ab nach oben. Gut, so schaffen wir das ja im Nu darüber. Lass mich raten. Der ist hier vorne bei einer dieser Spitzen, oder? Safe. Dip, 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 dip. Ich meine, ich habe fast alle deine Videos geschaut. Oh, danke dir, Vincent. Danke dir für den ganzen Support. Freut mich, dass du dann auch hier mit am Start bist. Nächster Hinox mit lecker Loot. Perfekt. Oh, stimmt. Friends, wir müssen als nächstes einen Hinox-Boss-Rush machen. Da kriegen wir ja so viele tolle Waffen. Da können wir uns im Prinzip komplett aufleveln und danach machen wir da den Leuen-Boss-Rush. Das wird mega werden. Das wird absolut mega. I love it. Jetzt nur kurz schauen, dass wir da vorne hinkommen, aber sollte eigentlich klappen. Wenn ich das gerade so sehe, hätte ich mich auch auf die Insel teleportieren können und von da aus dann runter. Aber egal, jetzt sind wir eh schon auf einem ganz guten Weg. Kurz davor, das passt. Der ist hier vorne irgendwo. Irgendwo hier beim Archipel von Tabanta. Lass mich raten. Hier? Da auf diesem Ding? So hier? Wahrscheinlich. Let's go. Ja, das glaube ich auch, Johnny. Königsbogen, Königsrüstung, Königsschwerter, all sowas. Die droppt dann. Nein, das hier. Okay. Was passiert eigentlich, wenn ich probiere, auf dem zu landen? Kriege ich dann Schaden? Wahrscheinlich, ne? Holy. Luftattentat auf den Flammengriok der Luftebene. Der Lutzebene. Sorry. I'm sorry. Hab mich versprochen. War nicht mit Absicht. Definitiv nicht mit Absicht. Oh. Aber der macht das durch die Flammen richtig gut. Dank dir, Buddy. Okay, jetzt nur noch kurz dahin. Den letzten einen Schwall verpassen. Dann ist er weg. Flammenrie auf der Nutzebene. Komm, 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 komm. Nice. Mach noch mal kurz. Tabanta Weizen. Hat er den hier gerade abgegolzt oder wie? Wahrscheinlich. Danke dir. Okay. Komm schon, nochmal. Der macht tatsächlich keinen Aufwind. Habe ich eigentlich mit gerechnet, dass der Aufwind machen würde. Aber macht er nicht. Wir brauchen irgendwas, das Hitzeschutz gibt. Perfekt. Komm schon, Feuer nach oben. Perfekt. Alter, mach kein Massaker. Eins, zwei und drei. Mach dir einfach so ein Massaker. Ich glaube, ich spinne. Nicht mit mir. Aber absolut nicht mit mir. Ha ha ha.
Dank dir, Buddy. Oh. Kann ich hier hochfliegen? Nee, kann ich nicht. Aber hier, perfekt. Ich liebe es, einen Flammengriok auf Graslandschaften zu besiegen. Er gibt einen direkt den Auftrieb, den man braucht. Das macht richtig viel Spaß. Als nächste Waffe nehmen wir den 30er. Ja, passt. Und jetzt den hier. Kassier. Let's go. Vincent, ich hab dich doch schon längst gegrüßt. Und der vorletzte Move, bevor er seine Supernova verwendet, wird jetzt der hier sein. Ich freue mich schon richtig auf die Supernova, Kleiner. Hau sie raus. Zeig uns, was du drauf hast. Oder was du meinst, drauf zu haben. Na? Wie geht's dir, Kleiner? Ich glaube, gerade geht's ihm noch blendend. Der denkt, er könnte uns jetzt mit einem Schlag erledigen. Aber nee. Wir weichen einfach zur Seite aus. Dann wird er sehen, was er davon hat. Hoch da! Der Volldamage wird sein Übriges tun. Tschaußen! Oh, hat das wehgetan? Das tut mir jetzt aber ganz schön leid. Moin Mandy, freut mich, dass du hier bist. Okay, ich glaube, wir sollten aber tatsächlich das Masterschwert mal mit was synthetisieren, weil das ist im Prinzip einfach ein kostenloses Upgrade. Aber wirklich, ich synthetisiere das einfach mal mit dem silbernen Leunensäbel. Boah. Das sieht zwar nicht gut aus, wird aber relativ viel Damage machen. Schaut mal, einfach nur mega. Okay. Jetzt, die Bossmarkierung ist weg. Es gibt hier noch 1, 2, 3, 4 Bosse. 2 im Himmel und 1 im Untergrund. Das heißt, wir müssen noch 7 von diesen Dingern erledigen. Das kriegen wir doch super easy hin. Ich würde sagen, wir teleportieren uns einfach mal hier und dann kann ich direkt den nächsten Flammenhinox, Flammenhinox sage ich schon, den nächsten Flammengriok erledigen. Alles gut, bei mir ist alles super. Ich hoffe, bei dir auch. Den haben wir wirklich voll weggehauen. Wie lange ich gebraucht habe, um das Ganze freizuschalten? Schwierig. Unterschiedlich. Also, um auf diesem Stand zu sein, habe ich ca. 100 Spielstunden reingesteckt gehabt. Also schon wenig. Und hier auch, let's go. Ja, 100 Spielstunden circa. Ich habe mich jetzt aber nicht nur darauf konzentriert. Auch ein bisschen was anderes gemacht. Oh oh. Vielleicht sollten wir doch woanders hin. Lieber auf den Turm hoch. Weil ich glaube, von hier aus da hochzukommen wird schwieriger. Der kleine Schlängel kriegt einfach aufs Gesicht und kann nichts gegen tun. Wir müssen aber echt auf unsere Pfeile drauf aufpassen. Nicht, dass wir jetzt am Ende keine Pfeile mehr haben für die König-Krioks. Das wäre relativ brutal, weil die ja die stärksten von den ganzen sind. Gut. Karte her. Dann markiere ich ihn uns nämlich direkt farbig. So. Farbig. Farbig. Und let's go. Ab zum Blauen hin. Den auf der Brücke hatten wir ja eh schon mal erledigt. Von daher sollte es jetzt ein Wiederholungstäter werden.
Das ist super einfach dann. Der hockt einfach ganz unschuldig auf der Mitte der Brücke, denkt sich, boah, ich bin der King. Doch dann kommt der wahre King von oben angelangt, wird vielleicht einmal von ihm kassieren, aber danach ihn ordentlich erledigen. Wenn wir das mit dem Feuerdings hier machen, wäre das wahrscheinlich auch nochmal ganz gut. Moin Cosmo, freut mich, dass du im Stream bist. Was geht? Welcome, welcome. Den sechsten Weisen kriegt man, nachdem man das Spiel vollständig hat, beziehungsweise zumindest das Symbol davon. Machen tu das jetzt aber nichts. Okidoki. Na dann, Kleiner, bist du bereit? Ich bin's auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ich begrüße dich einfach mal ganz sympathisch mit einem freundlichen Händedruck. Hier, das ist meine Art, hier verschiedene Personen zu begrüßen. Danke. Der hat noch nicht mal angefangen zu kämpfen und kassiert schon. Noch nicht mal die Musik hat angefangen, geschweige denn das Symbol oben. Tschaußen. Okay. Kurz den einen. Und den anderen. Hallo? Mach mal nicht so ein Zappeligen. Dankeschön. Gut. Den Rest erledigen wir mit dem Master Schwert, weil es lädt sich ja immer wieder auf. Da müssen wir jetzt nichts Neues einsuchen. Ah, das macht so viel Bock. Ich sag's euch. Macht unbedingt auch mal so einen Boss Rush. Das ist wirklich richtig funny. Eins. Zwei. Oh, oh. Drei. Und den hier noch? Ah, den erwische ich durch die Wand leider nicht. Schade. Na egal. Ab nach oben. Let's go. Ich weiß, durch Glitches würde man das hinkriegen, aber ich mag Glitches nicht. Keine Ahnung. Fühlt sich wie Cheaten an. Mag ich nicht. Ich mach's legal. Legitim. Es funktioniert besser. Finde ich jetzt zumindest. Get wrecked, Buddy. Vor allem hat man da dann auch überhaupt erst die richtige Spielerfahrung. Weil mit wenig Materialien gut klarzukommen, das ist es doch gerade, was das Spiel interessant macht, I guess. Gut, Nummer 1 ist down. Ah, Nummer 2 kann ich leider nur einen Schaden von der Seite machen, okay. So, 38er Damagebogen, perfekt. Na, ich heiße Florian, deswegen wahrscheinlich meint er mich. Er meint mich damit. Welches Weichfall findest du besser, die Kokiri oder die Crocs? Ich mag die Crocs tatsächlich verdammt gut. Und verdammt gerne. Also ich habe nichts dagegen, dass die jetzt die Crocs hier reingepackt haben. Die Kokiri hatten natürlich auch was für sich. Aber die Crocs mag ich auch. Von daher, ja, klappt. Nochmal? Boah, nicht mit mir. Get absolutely destroyed, Buddy. Warte mal, der in der Mitte hat sich wieder erholt? Okay. Dann halt alle drei. Get wrecked. Nur noch 6 Stück. Mehr als die Hälfte haben wir schon fertig. Der hat sogar ein Griok-Herz gedroppt. Das sind seltene Materialien. Die droppen nicht alle. Deswegen haben wir davon auch erst 3 Stück. Gut, das Ding haben wir. Restliche Waffen könnte ich hier auch noch ein paar aussammeln. Vielleicht sind die ja tatsächlich noch ein paar. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zum nächsten Boss, ne? Macht Sinn. Ein paar Äpfel und einige Pfeile hier auch drin gewesen. Cool. Na dann, weiter. Meint ihr, ich komme da von hier aus hin? Oder ich sollte lieber von hier oben runterfliegen? Da gibt es tatsächlich eine Insel von... Ah, wir fliegen einfach von hier oben runter. Let's go. Ich habe mir mal in Breath of the Wild das Master Sword mit 4 Herzen geglitscht. Echt? Wie hast du das hinbekommen, Cosmo? Sag mal. Alles klar, rein, Vincent. Crocs sind so nervig, wenn du noch ein paar Materialien holen willst.
und du findest einen Krog, wo du nach oben musst oder das auch in andere Orten ist, das hinbringen musst, obwohl du es nicht möchtest zum Beispiel, das verstehst du, ja. Wenn man jetzt die Krogs auch von A nach B transportieren muss, das ist tatsächlich schon relativ nervig. Also, da hätte ich jetzt auch nicht so mega Lust drauf, muss ich sagen. Okidoki. Wir können jetzt sogar beten. Haben wir denn genug Abzeichen? Wie viele Abzeichen haben wir überhaupt? Ich schau mal. Na, wir haben keine. Okay. Dann haben wir uns schon maximale Herzen an Co. geholt. Gut, jetzt müssen wir nur irgendwie hier rauskommen und können dann direkt auf die Insel runtersegeln. Perfekt. Perfekt. Wo ist das Ding? Da hinten. Ab geht's. Ich sehe den sogar auch schon. Der kleine Schlawiner will sich tatsächlich hier mit uns anlegen. Und dass ein Donnergriok ist, nutze ich natürlich auch euren Tipp. Und wir ziehen uns den Donnerhelm an. Der ist mega gut dagegen. Und auch noch Angriffs plus Kleidung. Hier. Let's go. Da gab es so einen Schreinglitch in Antino, wodurch ich das hinbekommen habe. Ist schon 2 Jahre her. Mega, aber allgemein cool, dass du es geschafft hast. Cool, dass das ging. Okay, und jetzt geht's ab an den kleinen Griok. Es fehlen noch 6 Grioks, Tony. Davon 3 König-Grioks. Einen haben wir schon gemacht gehabt. Komm her, Buddy. Du kannst mir gar nichts. An sich ist der immun gegen Blitze, ne? Ja gut, aber wir müssen doch eigentlich... Ach nee, ich habe Santos Helm aufgesetzt. Ich habe mich verklickt gehabt. Oh oh. Dann ist klar, warum das Ganze nicht funktioniert hatte. Komm schon, Buddy. Lass mich wieder ganz nach oben. Danke, 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 danke. Es klappt nicht. Oh, das ist sehr zuvorkommend, dass du mir hinterhergehst, Kleiner. Wirklich, sonst wäre ich einfach wieder zu dir nach oben gegangen. Aber so, umso besser. Dankeschön. Du bist einfach nur ein Schatz, weißt du das? Einfach nur ein Schatz bist du. Und 1, 2, fast. Oh, oh. 2 und 3. Let's go. Du musst ordentlich kassieren gerade. Kleiner Deffedu. Lass mich raten, der macht gleich seinen Ultra-Move, ne? Safe. Okay. Krieg den vielleicht jetzt schon runter? Okay. Und da oben noch? Na, der ist zu weit oben. Oder? Wenn ich den so ein bisschen anpeile, den Schuss. Knapp daneben, aber ist halt leider auch vorbei. Okay. Jetzt muss ich nur auf seine Blitze warten. Dann kann ich gleich nach oben schwimmen. Let's go. Oh oh. Nochmal? Oh oh. Perfekt. Nächster, nächster, nächster. Nice. Den nehmen. Den hier. Der kommt zugleich. Okay, okay, okay. Hoch, 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 hoch. Hoch. Komm weiter hoch. Packst das? Okay. Aha. Jetzt kriegt er ordentlich aufs Gesicht. Alter, 3 zusammen. Kriege ich die irgendwie 3 zusammen?
der Sturzschaden. Das war der Sturzschaden, der mich hier am Ende das Leben gekostet hat. Och man, welche von den vier Völkern aus Hyrule feierst du am meisten? Ich denke, sich da wirklich auf so ein Lieblingsvolk festzulegen, ist schwierig. Am meisten mag ich das Volk der Gerudos oder das Volk der Zoras, aber ich mag auch die Geronen und ich finde auch die Ornis irgendwie cool, aber ich glaube, Gerudos oder Ornis wären Platz 1 oder Platz 2. Sehr gerne, Robin. Okay. Ah! Wir müssen schauen, dass wir da irgendwie eine erhöhte Position kriegen. Von da aus klappt das viel besser. Was war dein Lieblingsrecke aus Breath of the Wild? Also von der Fähigkeit her Revali. Aber von der Reckensache halt, würde ich tatsächlich sagen, Obosa oder Mypha. Die fand ich echt verdammt gut. Die hatten mir beide gefallen. Gut, die sind ja Grabstätte. Hoffentlich nicht meine. Sonst fände ich das relativ mies. Okay. Jetzt haben wir schön auch noch Tempo Plus. Das sollte alles klappen. Eins. Zwei. Okay. Du gehst auch down. Hallo? Ein Schlag noch. Dann ist er weg. Mach nicht diesen. Mach nicht diesen. Mach nicht diesen. Alter, war ich da gerade am Schwitzen. Es funktioniert. Hauptsache es klappt. Das ist alles, was zählt. Yes, sir. Okay. Eins. Ich bin krank, aber jetzt habe ich dein Video gesehen. Und jetzt geht's mir wieder besser. Richtig schön. Freut mich zu hören, Robin. Ich wünschte, die würden auch Aufwind generieren. Das wäre echt schön. Aber ich glaube, das machen die nicht, ne? Weil es gerade regnet, ne? Schade. Okay. Oh! Riesenmassaker. Was? Nicht meine Welt. Mach mal bitte nicht so. Eins. Zwei. Oh Gott. Kann mir mal bitte einer den Regen hier wegpacken? Ohne Regen wäre das Ganze so viel besser. Danke für die Tanzapfen. I like that. Kommt er runter zu mir? An und für sich hätte er doch eine Möglichkeit dafür, ne? Weil nach oben zu kommen ist schwierig. Okay, ich habe nur noch 25 Pfeile. Wir sollten nicht so lala mit denen umgehen. Sonst sind die im Nu weg. Danke. Zwei und drei. Komm schon. Let's go. Alter, ist das schwer. Okay, was habe ich hier für ein Schwert? Sense. Let's go. Komm schon. Lass mich dich jetzt auf den letzten Move runterbringen. Das wäre echt klasse. Komm, 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 komm. Nice. Und der letzte. Yes, sir! Fallschaden ist auch da. Let's go. Lass ihn erledigen. Zumindest kriegen wir dann gleich keinen Fallschaden mehr, oder? Komm schon. Komm, 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 komm. Komm! Och Mann, wegen dem bisschen müssen wir jetzt nochmal hoch. Ach ja, ich habe mal große Energiedinger in den Automat und es ist nichts passiert. Ist halt super geklappt. Also wenn du alle vier auf einmal da reinhaust,
dann ist der Automat halt am explodieren praktisch. Der haut dir dann so viel raus, das ist unglaublich. Komm schon, der hat so wenig Leben. Komm schon. Yes, sir. Weiter hoch. Hau mir noch mehr raus. Okay. Hier geht's hoch. Noch höher. Immer schön weiter höher hangeln. Dann haben wir den gleich im Nu down. Und let's go. Oh mein Gott. Der war schwer, aber auch nur, weil es in seiner Gegenwart geblitzt hatte. Ach du Schande. Donnergriok, danke, dass du dich hast von mir nun endlich besiegen lassen. Den kann ich wegnehmen. Den hier kann ich auch wegnehmen. Gut, auf der Oberfläche gibt es jetzt tatsächlich nur noch eins, zwei zu lösen. Dann zwei im Himmel und einen in der Erde. Das heißt, wir müssen insgesamt noch fünf Stück von denen erledigen. Kriegen wir hin, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Kurz bei den Zoras nochmal neue Pfeile holen und dann erledigen wir den. An und für sich könnten wir auch probieren, den mit einem Fluggeschöpf fertig zu machen. Flu, hast du auch das Labyrinth gemacht? Weil da unten, ganz unten gibt es auch einen Boss. Die Labyrinthe habe ich allesamt schon fertig, alle drei. Und zwar innerhalb von 30 Minuten jeweils eines, sowohl Himmel, Erde als auch im Obergrund. Die gehen super schnell zu erledigen, also ich weiß nicht. Ich habe die echt sehr schnell fertig gemacht. Alles in einem Stück. Zuerst Erde, dann muss man in den Himmel und dann in den Untergrund. Wenn man beim Himmel einfach nach oben klettert, dann Teleportmedaillon hinsetzt, sich wie immer wieder nach oben teleportiert und die Quest ausgerüstet hat, weiß man sowieso, wo man hin muss. Dann gehen die wirklich simpel. Es gibt vier Labyrinthe, es gibt noch ein viertes Labyrinth. Echt jetzt? Gut, das habe ich dann noch nicht gemacht. Achso, für das letzte musst du in BOTW gehen. Okay, ja gut, aber hier in Tears of the Kingdom gibt es halt drei. Die haben wir allesamt schon fertig. Okay, wo ist der Pfeil? Hier vorne. Nur noch 11 Stück, wir müssen auf jeden Fall alle mitnehmen. Und dank dir dafür. Let's go. Danke für deinen Einkauf. Sehr, sehr gerne. So, jetzt muss ich nur schauen, wo wir übernachten können. Übernachten können wir hier vorne. Das machen wir dann auch direkt. Ach, okay, hier übernachten wir dann doch nicht, weil da muss ich dir ansprechen. Wobei, doch mit dem hier. Vielen Dank, dass du das Dorf gerettet hast. Du warst wirklich einfach nur unglaublich. Möchten Sie übernachten? Einmal das Wasserbett, bitte. Bis morgens. Das macht Spaß. Ganz ehrlich, kann ich mir auch echt vorstellen, einfach so auf dem Bett rumzupfen. So. Was war bitte dein Lieblingsdungeon? Mach mal bitte ein Ranking. Mein Ranking von den Dungeons wäre. Auf Platz 1 würde ich tatsächlich den Luftdungeon stellen. Diese Geräusche, weiß nicht, ob die so eine gute Idee waren. Ich fand die cool. Auf Platz 1 würde ich den Luftdungeon sehen, auf Platz 2 würde ich den Feuerdungeon sehen, Platz 3 Wasserdungeon und Platz 4, wobei, nee. Der Blitzdungeon ist auf Platz 3 und der Wasserdungeon auf Platz 4, den mochte ich nicht so sehr. Auch wenn er cool war, aber der Boss war einfach, nee, I don't know, habe ich nicht gemocht. Rein da und ab nach oben. Du kannst mich auch Toni nennen. Alles klar, wenn ich's. Ich hoffe, ich kann es mir merken. Falls nicht, nimm es mir bitte nicht übel. So, hier runter. Und jetzt geht's hier längs. Die markiere ich mir jetzt einfach mal mit solchen Dingern. Dann vergesse ich die auch nicht. Kurz nochmal drüber schauen, dass ich auch wirklich jeden gemacht habe. Nee, hier ist kein Totenkopf-Symbol mehr. Das heißt, es sind tatsächlich nur noch die zwei hier oben. Und dann sind wir durch. Let's go. Also zumindest auf der Oberfläche. Dann gibt es noch einen im Untergrund.
und zwei im Obergrund. Und das sind alles König-Grioks. Erstmal erledigen wir die normalen Grioks und danach geht's dann an die König-Grioks. Das wird heavy werden, ich sag's euch, wie es ist. Vor allem müssen wir davor wahrscheinlich nochmal kurz nach Schloss Hyrule rein, weil wir Materialien farmen müssen. Gehe ich einfach mal von aus. Ist der hier unten oder da oben? Ich glaube, der ist hier unten irgendwo, oder? Versteckt er sich vor uns? Hat er Angst, der kleine Schlingel? Hätte ich auch, wenn ich wissen würde, dass ich komme. Und ich der Griok wäre. Wo ist denn der? Hä? Griok? Ich muss mal kurz nachschauen, aber der muss hier ja irgendwo sein. Hä? Ist der weggeflogen? Vielleicht hier vorne? Du kannst dich von mir nicht verstecken, auch wenn du es probieren würdest, weißt du? Kleiner Schlawiner, du. Ah, ungefähr hier. Okay. Jetzt. Aber das ist doch da, wo wir waren. Hä? Ist er gerade auf seinem Rundflug oder wie sieht das aus? Der soll hier irgendwo sein. Ist er gerade in der Luft unterwegs? Vielleicht ist der hier oben und dass er nur da unten aufgetaucht war. Weil er einen Rundflug gemacht hatte. Müssen wir schauen. Müssen wir ganz kurz nach oben gehen. Aber das wäre eine Option tatsächlich. Dass er einfach nur einen Rundflug gemacht hat und dann hier nach unten herkam. Weil ich habe mir die eigentlich sehr sorgfältig rausgesucht. Das heißt, irgendwo hier in dieser Gegend muss er auf jeden Fall sein. Und dann werde ich ihn definitiv auch finden. Du Kleiner, du kannst dich nicht vor mir verstecken. Auch wenn du es gerne würdest, so wie es gerade aussieht. Nee. Du kriegst dich nicht vor mir versteckt. Den Krog machen wir auch noch auf dem Weg dahin. Ich meine, wir sind ja eh schon auf dem Weg da. Passt das Ganze. Let's go. Kann ich einfach runterwerfen? Passt das? Lass mal schauen. Ne, ist ein bisschen zu weit geworfen worden. Schade. Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom? Wir sind gerade bei Tears of the Kingdom dran. Perfekt. Hey, hat mich gefunden. Ui. Tschüss. Tschüss. Und wir gehen hier oben wahrscheinlich zu seinem Nest direkt. Da muss es sein. Ist bestimmt einfach nur darunter geflogen. Weil er sich kurz erholen wollte. Doch eigentlich ist sein Nest bestimmt hier oben. Hm.
Sonst müssen wir uns die Stelle markieren, dass wir da am Ende nochmal nachschauen. Ich markiere die mal hier mit das, damit ich weiß, dass ich da am Ende nochmal nachschauen muss. Vielleicht kommt der ja erst am Ende wieder, weiß man nicht. Irgendwo hier muss der auf jeden Fall sein. Oder vielleicht ist es die andere Seite oben. Ich könnte erst hier oben schauen. Danach bei der anderen Seite oben. Ob er sich da versteckt. Kariok, wo bist du, mein Schöner? Du musst auch mal zu mir kommen. Ist wahrscheinlich ein Donner-Griok, gehe ich von aus. Wir suchen den Griok. Hier in dem Gebiet. Der hat sich vor uns versteckt. Da, wo er letztes Mal war, ist er nicht mehr. Masterschwert ist wieder da, perfekt. Das ist halt so eine zuverlässige Waffe, wisst ihr das? Das ist so eine zuverlässige Waffe, aber ich glaube, hier oben ist er auch nicht, oder? Aber was versteckt sich dann hier oben, dass es viel zu markant ist, dass hier nichts sein würde? Come on! Don't say me that we're snuffling. Das ist nichts. Okay, dann andere Idee. Wir machen zuerst den hier oben und danach schauen wir uns noch irgendwo hier unten um, ob der vielleicht doch da ist. Er flieht doch einfach nur von mir. Das denke ich mir gerade auch. Der flieht einfach nur von mir weg. Krass, wo ist denn der hin? Ich kapiere es nicht. Aber okay. Den machen wir auf jeden Fall noch zum Schluss. Spätestens da wird er am Start sein. Soll ein Flammdriok gewesen sein. Dann zuerst zu dem hier oben weiter. Der dürfte sich nicht so gut vor uns verstecken können. Nope. Das kann er aber wirklich nicht. Nice. Er flieht doch einfach nur vor dir, weil er Angst hat. Ja, warum nicht? Aber der soll sich am Ende dann wieder mal zeigen, weil wir müssen den auch noch erledigen. Kann doch nicht sein, dass er sich einfach hier vor uns versteckt, der Kleine. Der kleine Schlingel. Wenn ich einen Drachenteil abmache vom Drache und warte, bis das nächste dran ist, die spawnt das andere nach einer Zeit. Ich kann's dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen, musst du mal austesten. Ich weiß halt nicht, was du mit Mini-Panzer meinst, Roman, sonst würde ich den längst machen. Hast du das Aeroset? Jep, allerdings noch nicht komplett. Ich habe das Oberteil und den Kopfteil. Also das Kopfschmuck. Den Kopfschmuck. Der, die, das. Der Drache fliegt dauernd in der Luft. Das heißt, wir müssen ihn einfach nur irgendwo in der Luft begegnen und den dann rausholen. Okay. Müssen wir den nur aus der Luft schießen? Das klappt. Wobei der hier ja auch am Boden steht. Also die machen nicht immer einen Luftflug. Manchmal sind sie auch auf dem Grund der Tatsachen zurückgekommen. I don't know. Naja. Das funzt schon irgendwie. Habe ich vielleicht eine Bombe, die ich mit verschießen könnte? Perfekt. Let's go. Jetzt noch kurz. Nice. Get wrecked, Buddy. Donner Griok. Wohl eher im Hintern Griok. Weil er wird jetzt ordentlich in Mitleidenschaft gezogen. I love it. Wir müssen gleich aber echt noch Waffen und Pfeile fahren. Anders geht's nicht. Let's go. Okay, dieser Move geht eigentlich voll fit. Jetzt nur kurz. So. Und eins, zwei, perfekt. Komm hoch, 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 hoch. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Bam!
der vorletzte normale Griok, der es hier auf dem Plateau gegen uns wagen wollte. Ist so gut wie down. Okay. Ah, den Hit habe ich ihm einfach mal gegönnt. Ehre, wem Ehre gebührt. Oh nein! Geht doch. Okay. Oh, oh, oh. Perfekt, perfekt, perfekt. Kommt der zu uns? Sieht so aus. Krass. Na dann. Tschaußen. Tschaußen. Willst du zu mir kommen? Dann mach mal bitte. Oh, hier gäbe es ein Krog-Rätsel. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Das wäre brutal. Aber wir können es benutzen, um kurz einen Höhenboost zu bekommen. Oder? Ja. Ganz kurz hier. Oh, Jesus. Das war nicht so geplant. Das allerdings schon. 2, 3, 4, 5, 6. Der Drag Buddy. Allein der Höhenschaden hat ihm schon richtig zugesetzt. Kann ich ganz kurz mit dem normalen Master Schwert zuschlagen? Vielleicht macht das mehr Damage, oder? Ich nehme das hier. Come on! Mach ihn fertig, bitte, 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 bitte. Let's go. Nein. Come on. Oh, nur noch das letzte Stück hat gefehlt. Stasis und die Bomben aus Teil 1 wären schon krass, aber na gut, sind halt gerade nicht da. Was soll man machen? Was soll man machen? Okay, mach dein Moveset. Kleiner Boy. Flo, die Diamanten. Nein, nicht die Diamanten. Die sind zu kostbar, als dass ich die für sowas verschwende. Aber halt echt. Laber nicht von wegen Diamanten hier, bitte. Die sind zu kostbar. I don't want this. Hier? Okay. Weiter, 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 weiter. Let's go! Oh, oh, anderer Bogen, anderer Bogen, anderer Bogen. Okay. Nochmal kurz. Und er ist down. Let's go. Gipto-Knochen hätte ich total gerne bei denen verwendet, aber wir haben die schon für die ersten genommen. So, die sind weg. Ach, das ist ein bisschen schade, aber ist vollkommen in Ordnung. Jetzt nur noch ganz kurz schauen, wo sich der hier versteckt. Vielleicht fliegt er ja tatsächlich die ganze Zeit durch die Luft und wir müssen ihn jetzt einfach nur irgendwo aus der Luft abschießen, dass er wieder auf den Grund der Tatsachen zurückkommt. Aber... ich bin auch so ein bisschen, yeah, I don't know, wir müssen schauen. Wir müssen tatsächlich schauen. Gut. Und wo soll er jetzt sein? Er sollte... circa hier sein. Ich markiere mir den einfach nochmal. Wo flattert der Kleine nur rum? Irgendwo hier oben muss er ja sein. Den Flammgriok müssen wir auf jeden Fall erkennen. Irgendwo hier treibt er sein Unwesen so gerade. Vielleicht kehrt er wieder zurück zu seiner Brutstation. Vielleicht will er das aber auch gar nicht. Müssen wir mal schauen. Okay. Aeroset, help me.
to go through that. Please. Dankeschön. Flo, da ich ein Dragon Slayer bin, habe ich eine Menge Drache schon erledigt. Das glaube ich dir. Kannst du mir auch sagen, wo sich der Drache hier in dieser Gegend verstecken würde? Wenn er sich allgemein versteckt? Das Dumme ist halt auch, man sieht die nicht so wirklich aus der Ferne. Die spawnen erst, wenn man relativ nah dran ist. Da oben ist er! Yo! Was für ein mieser Knabbe! Als ob der hier oben in der Luft ist. Okay, dann machen wir das. Der ist glaub hoch in der Luft. Hast du recht, Yukiko. Moin Bernhard, freut mich, dass du vorbeischaust. Der ist hoch in der Luft. Warum schwebt der da oben? Wir müssen ihn einfach direkt auf den Grund der Tatsachen zurückholen. Lohnt es sich, die Rüstung aufzuwerten, wenn du einen besseren Schutz haben willst? Klar, lohnt es sich immer. Ich zähle das selbst ja auch zu den 100% dazu. Von daher mache ich das so oder so. Gut, jetzt müssen wir nur schauen, in welcher Richtung der ist. Hier unten ist er. Heißt, so. Jetzt lassen wir uns einfach in die Richtung schießen. Das passt. Flammengriok, ich komme und hole dich. Wie viele Pfeile habe ich denn gerade überhaupt noch? 4 Stück. Wir haben 4 Pfeile. Ach du Schande. Yo Bernhard, vielen, vielen lieben Dank für deine Emoji-VIP-Mitgliedschaft. Freut mich, dass du mit am Start bist. Was geht, Buddy? Wir müssen dem auf jeden Fall ganz schön viel Fall-Damage machen, weil wir haben nur 4 Pfeile. Wir können ihn eigentlich mit 4 Pfeilen gar nicht besiegen, oder doch? Lass mal schauen, vielleicht klappt es irgendwie durch ein Wunder. Flammengriok, Beletal. Gut, gibt doch Knochen, wir haben 3 Stück davon. 1, 2 und 3. Yo! Das hat den leider nicht so viel Damage gemacht, wie ich eigentlich gerne gehabt hätte. Ist egal, wir machen weiter. Okay. Und, bim! Wir können den mit so wenig Pfeilen tatsächlich gar nicht besiegen, ne? Oder doch? Lass mal schauen. Wir haben nur noch einen Pfeil. Gut, das haben wir schon mal weg. Habe ich irgendwie eine Lanze oder so? Irgendwie was? Nee, habe ich nicht. Okay. Ich muss ihm noch einmal ins Gesicht schleudern. Und dann... müssen wir ihm das andere Mal den Pfeil perfekt ins Gesicht hauen. Let's go. Okay. Gut, 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 gut. Jetzt rauf mit euch. Das wird schwierig. Wir haben keine Pfeile mehr. Ja, wie soll ich das ohne Pfeile machen? Warte mal. Okay. Komm schon. Funktioniert das irgendwie? So ein bisschen. Aber nicht viel. Leider. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes, sir. Okay. Klappt das auch mit den Zeitbomben? Yes. Das hier auch? Macht ein bisschen Damage, aber leider nicht so viel, wie ich eigentlich gern gehabt hätte. Ist egal. Na? Der ist wieder zurückgefallen. Aber der hier? Fällt auch zurück. Okay, okay, macht nichts. Haben wir irgendwie Eis oder so, was ich werfen könnte? Komm schon, komm schon, komm schon. Macht ein bisschen Damage, aber leider nicht wirklich viel. Nee. Oh, das war so ein nicer Try, den einfach mal
zu versuchen, ohne Pfeile zu besiegen. Aber ich glaube, ohne Pfeile ist hier echt schwierig. Schwierig. Geht, muss nur bessere Waffen haben. Ohne Pfeile? Ohne Pfeile ist er tatsächlich sehr schwer zu schlagen. GG. Vor allem, jetzt haben wir ja nur ein. Okay. Wir gehen mal ganz kurz. Jetzt wissen wir ja eh, wo der ist. Wir gehen mal ganz kurz zu den Goronen hoch. Denn ich meine, die hätten 20 Pfeile oder so zu verkaufen. Die holen wir uns dann direkt. Werf einfach Waffen in sein Auge. Habe ich die ganze Zeit gemacht, Shinigami. Aber es hat nicht funktioniert, weil wir hatten nicht genug Waffen, um sie in sein Auge zu werfen. Der Typ ist dann davor schon wieder komplett restauriert gewesen. Und es ist nicht so gut. Wirf dein Inventar gegen ihn. Nein, eben nicht. Das will ich nicht. Der muss auch so irgendwie klarkommen. Ich will nicht, dass wir plötzlich alles gegen ihn verschwendet haben. Das wäre relativ doof, muss ich sagen. Okay, wir schnappen uns den hier. Der sollte nämlich 5 Pfeile droppen. Ist ganz gut. Und eine Waffe vielleicht. Let's go. Nice. Komm schon. Irgendwas Interessantes. Irgendwas Nices. Bitte, 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 bitte. Erstmal 10 Pfeile sogar. Das war es auf jeden Fall wert. Ein Pfeil gegen 10 Pfeile. Und jetzt... Weiß nicht, was ich von dem verrosteten Dings halten soll, aber ist okay. Erstmal hat er ihn mir gegeben. Danke an der Stelle mal. Weißt du, wie viel im Internet bitteschön ist? Manchmal lügt das Internet auch, also... Ach so. Wohin bezogen drauf? Das Internet lügt? Ich glaube, wir sind zur falschen Ortle gegangen. Das ist das Richtige. Aber dafür haben wir 10 Pfeile einfach so for free bekommen. Ist in Ordnung. Starry Power für die Kämpfe. Yes, Sir. Moin, Ben. Freut mich, dass du im Stream bist. Welcome, welcome. Ich vergesse Pizza im Ofen. Meine Katze kommt und mir auch, dass ich sie raushol. Yo! Die Katze hat dir einfach gerade das Leben gerettet. Richtig gut. Ich meine, Tiere sind tatsächlich schlauer, als man denkt oftmals. Vielleicht hat sie das tatsächlich gefühlt oder vielleicht hat sie es sogar auch schon gerochen, dass es langsam Zeit wird, die rauszuholen. Okidoki. So. Holen wir uns einfach mal alles hiervon. Haben wir genug? Wir haben zu wenig. Okay. Ah, da wollen wir einen Barren winzig anbiegen, aber geht nicht. Ja, dann biete sie doch einfach billiger an. Was hindert dich da dran? Nichts. Wir verkaufen mal 2 Stück von den Griok-Herzen. Ich weiß nämlich nicht, ob man die irgendwo für mal später braucht, aber ja, funktioniert. Alle kaufen. Dann haben wir 30 Stück wieder. Damit sollte es gegen den Flammen-Griok auf jeden Fall ausreichen. Das soll definitiv ausreichen. Nein, die Katze ist ein Katzenwecker extra auf den Zeitpunkt gestellt. Wenn man das mit Vorausplanung machen könnte, dass man der Katze einfach sagt, so jetzt heute mal 9 Uhr und die macht das perfekt, das wäre so genial. Die haben an sich ja auch so eine innere Uhr. Ich glaube nicht, dass man die dann von einem Tag auf den anderen plötzlich umstellen kann. Aber dass man, wenn die miauen oder raus wollen, etc., so circa sagt, okay, jetzt ist 7 bis 8 Uhr circa. Das kommt durchaus hin. Okay, und der Flammengriok ist irgendwo hier oben im Himmel. Lass mal schauen, den kriegen wir schon noch auf unsere Seite. Da vorne ist er. Ach du Schande, als ob der hier im Himmel rumfliegt. Also Friends, falls euch irgendein Griok fehlen sollte, schaut unbedingt hier auf der Karte nach, ob ihr euch den hier im Bili-Tal schon geholt hattet. Yes, sir. Komm her, mein Kleiner. Du kriegst jetzt direkt deine Begrüßungsumarmung.
Die wird dir sehr gefallen, glaub mir. Aber sowas von wird sie dir gefallen. Mittlere Outfit, machen wir mal das hier an. Das sieht besser aus zusammen. Komm her, Kleiner. Ich schick dich auf den Boden der Tatsachen zurück. Damit wir uns richtig verstehen. Oh, Jesus. Klappt das, wenn ich eine Bombe in die Mitte werfe? Dass ich alle drei erledige? Nee. Oh, oh. Gerade so. Jetzt muss ich aber irgendwie... Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Oh. Habe ich Ausdauermedizin oder sowas? Habe ich nicht. Ich würde den Sprung doch niemals überleben. Ah! Okay, ich denke, ich sollte aufhören, wegen den Crocs zu jammern. Positive Vibes beim Allem ist das für immer bessere. Yes! Du musst einfach immer komplett positiv drauf sein. Ich habe da ein bisschen zu viel Energie verbraucht beim Rumfliegen. Tja, es kann passieren. Muss aber nicht, sollte auch nicht. Aber es kann passieren tatsächlich. Lord of Game Over. Hey, don't judge me. Wir kriegen das hin. Don't judge me, okay, you friends? Ha? Wir kriegen das hin. Oh! Das Ding wollte uns wahrscheinlich einfach nur hier vorne zeigen, dass da was zu erledigen ist. Schaut mal, hier. Leicht drüber. Perfekt. Oh, du hast mich gefunden! Tschüss! Seht ihr? Den hätten wir sonst nicht bekommen gehabt. Lass mal nochmal schauen. Vielleicht ist jetzt tatsächlich auch bei dem Laden nochmal die 20 Pfeile am Start. Das wäre super. Tatsache, das Schicksal hat es gewollt. Achso, das hat uns ja komplett zurückgesetzt. Okay. Dann verkaufe ich dir wieder mal dasselbe wie eben. Zweimal diese Dinger. Oh ja, tschüss. Und hiervon kaufen wir uns alles. Genauso von der Feuerfrucht daneben. Wie viel hat er von den Dingern? Sind 5 Stück, okay. Perfekt. Dann gehen wir jetzt wieder ab hier hin. Und ich bin kurz auf dem Klo, ich muss schon die ganze Zeit, Friends. Wir sehen uns gleich wieder. Gib mir 2 Minuten.
So. Wieder da. Und. Es geht vorwärts. Ich habe jetzt auch mal das Fenster aufgemacht, damit ein bisschen am Start ist. Bisschen Luft wieder, weil die war total heiß. Aktuell haben wir im Dachgeschoss wirklich, glaube ich, um die 36 Grad oder so. Also es ist einfach viel zu warm hier oben. Und jetzt geht's dem kleinen Kerle hier auch ans Leder. Lass davor aber mal was richtig Interessantes ausprobieren. Habe ich irgendwas bei der Bautomatik, das dem Schaden machen könnte? Ich hätte so ein Laser-Zweirad, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Mit dem Fischerboot, na. Kampfblitzwerfer. Wäre ganz cool. Kampfstrahlenwirbel. Ja. Kampfdrehhammer, Universalkanone. Ich glaube, ich benutze gleich einfach mal die Universalkanone. Doch davor, ab zu ihm erstmal hin. Wir müssen ihn ja erstmal wieder finden. Das klappt. Der letzte Griok hier oben auf der Oberfläche. Wenn wir den erledigt haben, geht es nur noch an die König-Grioks. Da gibt es zwei im Himmel noch, die erlegen. Bubble! Kostenlos, jetzt für 30 Tage testen. Dann gibt es zwei im Himmel, die wir erledigen müssen. Und einen in Miasma gehüllten König-Griok unten im Abgrund. Der wird sehr interessant. Deswegen machen wir den auch ganz zum Schluss als grande Finale. Ich gehe auch davon aus, dass wir gleich nochmal ganz kurz in Schloss Hyrule reinschauen müssen, um uns neue Waffen zu holen, weil die wir aktuell haben, wird schwierig werden, damit fertig zu machen. Flo hat WC-Speedrun gemacht, aber echt, ich war übelst am Hasseln gerade. Dass wir das möglichst noch schnell durchgeboxt kriegen. Okay, zwei Moldora-Flüge. Und jetzt nehmen wir noch irgendeinen anderen starken Flügel mit dabei. Eine Königsschuppe. Ja, Fund schon. Dies Jahr wird Wasser gefüllt. Nice. Warte mal. Hat das, das hat den gar nicht in Mitleidenschaft gezogen. Hä? I don't like that. I don't like that. Wir haben den noch komplett getroffen. Warum hat das kein Damage gemacht? Ich verstehe es nicht. Zwei Moldora-Flügel, nee, zwei Griok-Flügel. Flo, wie viele Spielstunden denkst du, habe ich momentan? Johnny, ich würde es mal auf 100 oder so schätzen. Hallo, wofür muss man alle Grioks besiegen? Ich gehe davon aus, dass man, ähnlich wie in Breath of the Wild, auch dafür, dass man alle Gegner besiegt hat, einen Orden kriegt oder vielleicht sogar eine andere Belohnung. Damals in BOTW war das halt so ein Orden, den man von Kilton bekommen hat. Vielleicht gibt es hier irgendwas anderes Besonderes für. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf und deswegen will ich das mit euch zusammen austesten. Komm schon. Lass hier oben unser Fluggefährt holen. Wird das Ganze klappen? Wo ist denn der genau? Der ist auf der anderen Seite. Dann lasst mal kurz. Wobei, nee, das brauche ich, um die in der Luft zu erkunden. Sonst geht das da nicht. Wir müssen den tatsächlich so erreichen. 120 wie schon. Krass. Ich glaube noch nicht, Domi. Das müssen wir noch nachholen. Am Spähposten mit dem Strategen zu sprechen. Hört ihr eigentlich gerade im Hintergrund was? Falls ja, I don't like that. Dann muss ich gleich das Fenster doch wieder zumachen. Warum sollst du dumm sein, Ben? Aber please don't spam, weißt du? Wenn du irgendwas... Also, ab jetzt mache ich so eine interne Regel vom Stream. Wenn ich sehe, dass jemand wirklich der Reihe nach immer wieder dasselbe reinschreibt, beachte ich es nicht. War ein geiler Stream, muss los bei. Alles klar, rein, Roman, bis zum nächsten Mal. Ich habe schon alles zu 100% erledigt von den Regionen. Also nicht zu 100%, aber alle Weisen und den Endboss auch schon geschlagen. Gibt sogar einen eigenen Part dafür, wenn du den schauen willst. Okay. Komm her, Kleiner. Eins. Okay, das muss mit der Bombe. Zwei. Oh, oh, zwei fehlen noch. Bombe dazwischen vielleicht? Let's go. Oh, oh, hat nicht funktioniert. Wir müssen uns einen besseren Plan überlegen. Sonst läuft das hier nicht.
Wisst ihr, was da aber hilft? Ich weiß was. Okay. Es ist einfach eine Erleichterung am Abend. Lasst gern einen Daumen nach oben da, vielleicht fällt ich dann nicht mehr so sehr. Dann gebt ihr mir Kraft. Flo, mache eine Sonnenblume auf dein Schild, sodass du den Aufprall überlebst. Stimmt. Das ist einfach der Five-Head-Move. Let's go. Damit überleben wir den Aufprall, aber wir haben halt eine Donnerblume jetzt schon mal weg. Ist aber egal, packen wir. Wo ist er? Hier vorne irgendwo. Was gibt's Gutes? Gerade ein Monster. Oh, der ist zu weit oben. Müssen wir also von der Himmelsinsel aus machen, alles andere funktioniert ja nicht. Nochmal schauen. Okay, ich hoffe, ich kann hier oben irgendein Fluggeschäft bauen. Womit wir da hinkommen. Okay, kann ich nicht. Sehr schön. Dann machen wir das halt so. Eingang zum Wassertempel. Mit dem Stream höre ich auf. Wenn wir die ganzen Kreoks erledigt haben, also im Prinzip alles, was wir uns im Stream vorgenommen haben, fertig ist. Und dann kommt nach einer halben oder dreiviertel Stunde der nächste. Goodie. Jetzt ist die Frage, was machen wir hier am besten? Soll ich mir eine erhöhte Position holen? Von dort aus gehen wir einfach nach unten? Oder irgendwie hier besonders herumbasteln? Wir müssen irgendwie schaffen, zum Flammengreok zu kommen. Und den dann eben auch von der Luft runterzünden. Klingt an sich simpel. Ist es, vermute ich mal auch. Aber mal schauen. Jo, los, hast du schon mitbekommen? Du hast ein VIP-Abo gegiftet bekommen von Rudi Fisch. Er war heute richtig vendabel. Ja, du hast jetzt besondere Emojis und alles. Kannst dich ja mal umschauen. Ich glaube, das sollte auspassen. Ich glaube, das sollte passen. Perfekt. Wir haben jetzt mal ein Stückchen zu fliegen. Aber wir sind deutlich höher, als wir mit dem Turm hochgekommen wären. Von daher müsste das eigentlich ausreichen. Hoffe ich mal. Kannst du mit den Gleitern in die Luft, dann könntest du dich ab und an ausruhen. Okay. Okay, wir probieren es mal. So. Komm schon, Buddy. Wir kriegen das hin. Es ist einfach mein Vogelschwarm. Die werden so schnell erwachsen. Oh, well. Wait. Irgendwo hier war gerade einer. What the hell?
Komm schon, Buddy, wir schaffen das zusammen. Warte mal, hier ist er ja eh. Von daher passt. Seht ihr? Ich hab gesagt, das funzt. Ich hab jetzt nur ein paar Gleiter umsonst rausgeschmissen. Aber das funktioniert schon. Hi, Kleiner. Eins. Zwei. Und... drei. Let's go. Warte mal, das war noch nicht alles? Hä? Okay. Ich vertraue auf dich, Domi. Ich vertraue auf dich. Das muss funktionieren. Du hast mich betrogen, Domi. Du hast mich betrogen. Die Blume fängt also doch nicht jeden Sturzschaden ab. Holy. Dabei haben wir doch uns drauf geeinigt, dass das Ganze funktioniert. Warum hat das nicht funktioniert? Naja, egal. Machen wir es eben ganz normal. Und dann auch noch den hier raus. Perfekt. So, jetzt einfach die Bauautomatik und wir bauen uns das Flugzeug zusammen. Yes, Sir. Warte mal. Habe ich die jetzt gerade dupliziert? Wait a minute. Wie zum Gucken habe ich die jetzt gerade dupliziert? Ach nee, der hat wahrscheinlich nicht alles von denen genommen, ne? Oh no. Oh no. Oh no. Okay, du bleibst hier drauf. Danke. Und ab dafür. Vielleicht hätte ich hier vorne auch die Kanone oder so draufpacken müssen. Das wäre noch besser gewesen. Hm, lass mal schauen. Wo ist er, der Kleine? Der wird jetzt ordentlich zerfetzt, ich sag's euch. Da kenne ich gar nichts. Wo ist er, der Kleine? Ba, 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 bin wieder da. Was habe ich verpasst? Maxi King, du hast einen riesigen Struggle bei dem Flammengriok verpasst und kommst jetzt passend zum Zeitpunkt, wo wir den erlegen werden. Also im Prinzip hast du genau richtig wieder eingeschaltet. Jupp, das Ding geht jetzt eh gleich kaputt. Aber ich brauch's auch eh nicht länger. Wenn das kaputt geht, werde ich mich nämlich direkt auf den Griok nach unten begeben. Let's go! Rauf da! Und jetzt mit vollem Leben. Das wird ein Schnucker, Zucker, einfaches Spielchen gegen den werden. Lass den sich erstmal komplett vorstellen. Jetzt, nachdem er sich vorgestellt hat. Ciao. Eins. Zwei. Warte mal, was habe ich eigentlich gerade für einen Bogen? Vielleicht ist er auch einfach viel zu schwach. Stimmt, das ist nur ein 24er Bogen. Vielleicht ist er einfach zu schwach. Sodass wir den nicht komplett finishen können. Let's go. Da, da, da. Okay. Und? Get wrecked, Buddy! Oh nö, was will denn der jetzt schon wieder? Hoffentlich nichts, was ich nicht auch will. Gut. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Warte. Junge, beruhig dich. Fünf. Sechs. Let's go. Und drauf auf den Kopf. Der letzte normale Griok wird jetzt gefinished, Friends. Ihr seht, es funktioniert. Habe ich hier irgendwas zum Essen?
Bitte irgendwas gekocht? Sportmedizin, ja. Was zu essen, nein. Dann müssen wir uns wohl irgendwie so weiterhelfen. Wir haben ja genug zu essen. Von daher, passt das. Gut, weg damit. Essen, 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 essen. Hier hätte ich noch einen Maxi-Lachs. Den hätte ich lieber kochen sollen, ist aber komplett egal. Wir hauen uns den rein. Ausdauerhonig, ein paar Mal. Der Rest ist zu kostbar, den will ich nicht essen. Machen wir lieber mit dem hier. Perfekt. Nice. Okay. Irgendwie will ich nichts von den anderen Sachen verschwenden, aber Bossbockhauer. Geht klar. Gut. Nummer 1. Gut. Ist noch nicht komplett down. Jetzt allerdings. Okay. Zwei von denen sind schon drunten. Den hier gönnen wir uns auch direkt. Nice. Okay, Master Schwert, du bist mein treuer Freund. Treuer Freund, treuer Ergebener. Wir werden zusammen durch dick und dünn gehen. Let's go. Ich habe jetzt zwar nicht das Master Schwert ausgewählt. Ich weiß, don't judge me. Aber wir werden später synthetisieren und dann ordentlich bei den König Rioks verwenden. Muss. Geht doch. Ab dafür. Jetzt macht er seine Supernova und wir haben ihn gleich komplett down, Friends. Genau so ist es. Nee, ich benutze keinen Diamanten. Der Diamant ist mir viel zu wertvoll. Ab dafür, Kleiner. Jetzt kassierst du. Fame. Oh oh. Ich habe nur noch 3 Schüsse, oder? Okay. Oh oh. Oh oh. Ich muss essen? Ach du Schande! Okay, mach noch mal deine Supernova. Ich kann ja ausweichen. I'm ready. Let's go. Und ab dafür. Okay, okay, okay. Hier ist er. Oh, 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 oh. Er ist so gut wie down. Okay, was machen wir, was machen wir, was machen wir? Ich habe keine Pfeile mehr. Ich muss den irgendwie mit Bomben abwerfen oder so. Das wird schon. Ich will kurz eine Sache anmerken. Wenn ihr probiert, einen Griok mit schwacher Ausrüstung zu schlagen, ihr seid im Hintern. Ihr seid so was von in Hintern. Ach du Schande. Der ist jetzt einfach wieder irgendwo im Himmel, ne? Wieso ist der so? Wieso ist der so? Wieso? Wird schon, sag ich auch immer. Ja, definitiv. Hol dir doch sehr viele Pfeile von überall, dann kannst du den Boss machen. Wird an sich auch Sinn machen, das mache ich vor dem König Kreoks, aber den will ich jetzt einfach so erledigen. Das ist so eine auferlegte Challenge von mir gerade. Wir haben den so gestartet, wir werden den so auch finishen. Muss. Das muss einfach. Und ich hole mir hier oben auch noch ganz kurz die Wasserfrucht mit. Einfach, weil wenn ich die damit kombiniere, ist der auf jeden Fall leichte Beute für mich.
Gut, was für ein starkes Material habe ich hier? Ich hätte nochmal einen silbernen Leunen-Säbelhorn. Das kombinieren wir auf jeden Fall mit unserem Master-Schwert. Let's go. Plus 55 Damage, da sehe ich mich definitiv drin. Und jetzt ab nach oben. Alter, die Griok-Boss-Rush, die sind einfach viel zu heftig. Hey, wenn jetzt das da. Welchen Griok machst du gerade? Und hast du schon den König? Wir haben einmal den König besiegt. Insgesamt gibt es von dem König ja 4 verschiedene. Die machen wir auch alle noch. Wir sind gerade beim letzten normalen Griok dran. Das ist ein Flammengriok, der die ganze Zeit in der Luft schwebt. Das heißt, wir müssen ihn erstmal aus der Luft runterholen. Und dann irgendwie schauen, dass wir überleben. Ich denke, das kriegen wir aber locker hin. Vor allem, wenn wir nur dreimal auf ihn draufschießen müssen. Ab wann darf man mit dir befreundet sein auf der Switch? Ich habe halt keinen Freundesplatz mehr frei, aber wenn ich wieder Spiele zocke, wo man im Multiplayer zockt, dann während des Streams. Einfach nur im Stream dabei sein, einer der Ersten sein, der reinschreibt und mich adden. Moin Igor, freut mich, dass du hier bist. Das sind wir uns klar machen. Kleiner Geselle. Du kannst nichts. Du kannst nichts. Hörst du? Du kannst nichts. Gut. Nachdem wir uns das jetzt eingeredet haben, Wasserfrucht und let's go. Wir haben 3 Stück davon. Es reicht, um ihn erstmal zu erledigen. 1, 2, 3. Und jetzt nochmal eine Bombe in die Mitte. Bitte sag mir, dass das reicht, um alle 3 wegzuhauen. Es hat nicht ausgereicht. Oh mein Gott. Ich hoffe, er kommt hinter mir her. Alles andere wäre zu mies. Wir haben den Fight ja schon gestartet, wisst ihr? Eigentlich müsste der jetzt hinter mir herkommen. So der Fairness halber. Und es sieht auch danach aus. Oh mein Gott, yes. Okay, ich ziehe jetzt ganz kurz den Wüstenschutz an, weil wir brauchen Hitzeunempfindlichkeit. Und als Oberteil ziehen wir uns die Phantomrüstung an, damit wir etwas stärker zuschlagen. Er ist wieder weg. Ich glaube, ich spinne. Der Typ tut so, als ob nichts gewesen wäre. Der wurde von uns gerade übelst hops genommen und kommt nicht zu uns runter. Der muss tatsächlich runtergeprügelt werden. Ich sag's ganz ehrlich, ich finde den hier gerade schwieriger als... den König Griok. Der hat mich einfach geghostet. Die kalte Schulter gezeigt. Okay, probiert den auch mal zu erledigen. Ich glaube, das hier ist wirklich die richtige Challenge. Neben dem im Untergrund gehe ich von aus. Der ist auch hart. Aber der hier oben, Alter, der hat's echt heftig drauf. Haben wir irgendwo vielleicht ein paar Waffen, die ich hier noch synthetisieren könnte? Nee, gerade nicht. Irgendwas zum Aufheilen? Auch nicht. Okay, egal. Probier den auch mal zu erledigen. Der ist übelst funny. Funny frisch. Vorne ist er. Der ist ja richtig abgehoben. Aber das war ein guter Joke, Maxi King. Muss ich nicht lügen. Wisst ihr was, das ist mir jetzt komplett Wayne. Wir werden einfach mit den stärksten Materialien, die wir haben, den bombardieren. Dann ist der im Nu unten. Ich habe nämlich das Gefühl, der ist stärker als die anderen. Definitiv. Okay, komm schon. Tulin, gönn mir. Perfekt, und jetzt beachte mich, Kleiner. Senpai, notice me. Notice me, Senpai. Please. Geht doch. Dank dir. Okay. So. Starke Materialien. Ja. Griok Frosthorn.
Let's go. Weg, weg und weg. Let's go. Machen wir das so lange doch einfach mal so, oder? Und der Fall Damage kickt natürlich auch heftigst rein. Masterschwert? Haben wir schon längst ausgerüstet. Nice. Jetzt wird er kassieren. Als gäbe es keinen Morgen mehr. Schaut mal, der ist so einfach, wenn wir den am Boden haben. So einfach ist der. Okay. Mittlerer ist down. Seite geht auch down. Und der ist auch down. Let's go. Alter, der kriegt jetzt die Rache der letzten 30 Minuten. Aber sowas von. Da kann ich kein Nein mehr. Das war die Rache. Mein Kleiner. Oh mein Gott, okay, wir haben ihn erledigt, Friends. Jetzt gibt's nur noch die König Griox. Und dann sind wir durch. Mit diesem Viech. Let's go. Ich hole mir nur noch mal kurz ein paar Pfeile, bevor wir uns dann wirklich an die ranwagen. Finally! Merkt euch unbedingt diesen Flammen-Griok. Boah, den hast du hops genommen. Den habe ich sowas von hops genommen. Habt ihr gerade gesehen? Das war einfach der angestaute Anger, der sich die letzten 45 Minuten gesammelt hat. Auf einmal rausgelassen. Endlich mal wieder längere Streams. Ja, auf jeden Fall. Ich liebe diese Boss-Rushes auch, wirklich. Die sind perfekt für längere Streams geeignet. Gib mir alle. Dank dir, dann sind wir bei 26 Stück. Meint ihr, 26 Stück reichen aus? Für einen der König-Rioks? Müssen ausreichen, ne? Komm, ab nach oben. Yo, Lisa, freut mich, dass du hier bist. Gibt es einen Trick für die Drachen? Zeige ich dir gleich, Henry. Es gibt im Prinzip einen Trick. Ihr müsst möglichst immer von einer höheren Position abspringen, euch dann in Slow Motion befinden und dann mit einem relativ starken Bogen auf deren Köpfe drauf schießen. Wenn ihr die Köpfe habt, alle drei, dann fallen die zu Boden. Wenn sie sehr hoch schweben, machen sie sich selbst dadurch sogar nochmal ein bisschen Fall Damage. Sollten die nicht hoch schweben, fallen sie einfach auf den Boden und ihr könnt die auf deren Köpfe draufschlagen. Auch wenn ihr sie am Boden habt, möglichst immer auf den Kopf drauf zielen, weil er gibt euch besseren Schaden. Es ist praktisch deren Schwachpunkt. Guti! So, dann bauen wir uns hier nochmal ganz kurz unser Flugobjekt, dann sind wir direkt bei dem da drüben. Dafür nehmen wir den Gleiter raus. 1, 2, 3. Und bauen das Ding kurz zusammen. Let's go. Wie kann ich jetzt hier am besten rausspringen? Ich glaube, wir machen das mal so. Gut. Den ändere ich um, dass wir auch wissen, wo wir hinfliegen müssen. Und platzieren tue ich den jetzt erstmal. Hier, sollte auslangen, perfekt. Komm schon. We got it. Okay, we don't got it. Der muss ein bisschen weiter vorne stehen. Aber nur ein Stückchen, nicht zu weit. Nur ein Stückchen. Let's go. Oh oh. Bruder. Beruhig dich. Auf was spielst du? Oh Gott. Oh, warte, das funktioniert. Das funktioniert echt? Krass. I love it. Warte mal. Das funktioniert nicht. Okay, 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 okay. Ich bin aktuell auf der Suche nach dem Pferd von Zelda. Und vor mir steht der Eisdrache davon. Es ist hinter dem Eisdrachen. Du kannst den Eisdrachen super easy erledigen. Du hast ja dieses Schwert. Du musst dich einfach nur auf das Schwert draufstellen, dann runterspringen. Und möglichst mit Pfeilen kombiniert mit irgendetwas Feurigen angreifen. Dann klappt das Ganze im Nu. Gut.
Ich denke, ich mache es uns jetzt ein bisschen einfacher. Automatik. Und wir bauen uns jetzt tatsächlich das bessere Flugwerk. Hier, das hier. Das hat uns immer gut ans Ziel getragen. Das sollte jetzt ausreichen. Perfekt. Und rauf da. Ich will nämlich auch irgendwann mal ans Ziel ankommen, wisst ihr? Irgendwann will ich auch mal da sein. Flo, gegen den Drachen solltest du keine Tipps geben. Doch, easy. Zweiter Griok-King, dead. Nice, Johnny. Hi, bin gerade bei dem Boss von diesem Tooling-Quest, da ich schon einmal gestorben bin, weil hab halt nichts zu essen gehabt. Yep. Wünsche dir viel Spaß dabei. Der ist relativ simpel. Du musst einfach nur durch seine Löcher fliegen. Dann geht er kaputt. Und hier hinten ist der weitere Griok-König. Das Tolle ist, der gibt auch immer einen Wilde der Weisen. Heißt, wir können die jetzt auch noch weiter aufleveln. Das ist super. Habe ich irgendwas zu essen, dass ich da nicht direkt drauf gehe gleich? Ich hätte vielleicht den Maxi-Barsch kochen sollen. Ist egal. Wir haben jetzt zumindest das Fleisch noch. Das füllt uns schon mal ein wenig auf. Und jetzt nur noch ganz kurz schauen, dass wir uns erneute Energiesphäre geben. Mit dem Willen der Weisen kann man die Verbindung zu den Weisen etwas erhöhen, das heißt vertiefen. Dadurch werden die stärker, das heißt, wenn ihr sie im Kampf mitbenutzt, haben sie mehr Schaden, den sie machen. Bringt also relativ viel, vor allem wenn ihr Bosse besiegen wollt. Ich mach mal die ganzen Griok-Kings im Himmel, danach suche ich die Wille der Weisen auf der Oberfläche. Gibt es die auch auf der Oberfläche? Ich dachte, die gibt es nur im Himmel oben. Kann man auch durch die Löcher fliegen? Habt ihr immer zerschossen? Man kann auch durch die Löcher fliegen, das geht sogar viel leichter, als sie zu zerschießen. Weil wenn man durchfliegt, macht man direkt beides auf einmal. Und muss es erst gar nicht getrennt machen. Wir sind gleich bei ihm. Dem König der Grioks. Alle drei Elemente zu einem verschmolzen. Zu einem einzigen, riesigen König, der über alle herrscht. Mal schauen, ob der jetzt etwas mehr drauf hat als der Flammengriok. Ich glaube nicht, der Flammengriok war wirklich schon heftig. Allein dadurch, dass er halt so weit umgeschweben hatte. So weit oben schwob? Geschwoben war? Geschwebt hatte. Ich weiß es nicht. Ist schwoben ein Wort? Ich glaube nicht. Fand es besser solo versus die Bosse. Meinst du ohne die Dinger gegen die Bosse? An und für sich? Ja. Ich glaube, den kann ich eh nicht mitnehmen. Von daher würde ich sagen, verlassen wir ihn einfach mal. Lassen ihn hier runtergehen. Steigen ab. Und ab zu dem kleinen Gesellen. Ah, was sollte ich hier am besten machen? Ich glaube, ich werde uns einen relativ starken Hosenschutz geben. Das ist dann an der Stelle der hier. Und oben setze ich den Donnerhelm auf. Dann bin ich gegen Donner schon mal immun. Das ist nice. Weißt du, wo es Spots für diese roten Steine gibt, wo man 100 Rubine bekommt? Irgendwas mit R heißt das. Erz? Oder du kannst die Ivoroks besiegen. Die Ivoroks oder unten die Gigamas. Die geben einem relativ viel von diesen Elementen. Goodie. So. Der hier kriegt das Feuerhorn. Der hier kriegt das Eishorn. Und der hier kriegt seine eigene Medizin. Let's go. So, rauf da. Kleiner Geselle. Alter, der ist so viel stärker als die anderen, ich sag's euch. Viel zu stark. Viel zu stark ist der. Wir haben jetzt allerdings kaum Waffen. Wir müssen schauen, ob das irgendwie klappt. Wird schon. Die Strahlen verfolgen uns. Aber nicht mit mir. Feuer auf Eis. Eis auf Feuer. Warte mal, wo ist denn der hin? Hier oben. Und dann ist noch irgendwo einer in der Mitte. Da, let's go. Griok König. Heiniger über eine Kluder.
fast schon die Hälfte down. Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Er macht seine Moves, deswegen erstmal hier hinter verstecken. Und nächster Schwung. Mit den Griok-Hörnern den ganzen zu erledigen ist wirklich sehr simpel. I love it. Let's go! Oh my gosh! Get wrecked, Buddy! Warum ist der Fight gerade pausiert? Oder sieht das nur so aus, als ob er pausiert wäre? I don't get it. Nee, ist wieder da. Okay, komisch. Komm schon. Let's go. Der ist wrecked. Der hier auch. Jetzt nur noch den hier eliminieren und sie liegen wieder. Ich liebe es. Er wird richtig zermetzelt gerade. Griok König. Ja, 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 ja. Warte. Der muss schleunigst down sein, bevor wir ihn jetzt weiter erledigen. Weil ich habe keinen Bock gegen diese Don-Angriffe irgendwie klar zu kommen. Welcome back, Leon. Mach deinen Move. Peiniger über Nekluda. Ich liebe diese Himmelsinseln. Die sind einfach viel zu cool. Okay, und ab nach oben. Lass keinen über uns drüber. Yes, sir. Und? Ich nutze jetzt einfach nur den Donner. Funktioniert. Runter da. Komm schon, mach ihn, finish! Finish ihn! Damn! Freunde, wer ist bitteschön ein Griok-König, wenn nicht ich? Die verneigen sich vor mir. Flo hat dann der Helm auf. Flo auch. Nee, kein Bock auf die Donnerangriffe. Hey! Ich weiß ja nicht, vielleicht hätten die doch irgendwie Damage gemacht. Das weiß man ja nie. Ich hatte trotzdem keinen Bock auf die Donnerangriffe. Muss ich ehrlich sagen. Für die weiteren kochen wir uns ganz kurz nochmal was. Dafür haben wir hier ja einen Schnellkochtopf. Zweistellig auf dem Boden. Und die werden jeweils mit einem Maxi-Element befüllt. GG. Jetzt gibt es nur noch zwei Grioks. Ein Griok-König im Himmel. Und einen Griok-König im Untergrund. Das ist der stärkste von allen, deswegen machen wir den zum Schluss. Maxi-Lachs auch noch rein? Perfekt. Flo, du bist kein Griok-König, du bist ein Griok-Schlechter, der Berserker der Monsterwehr. Ja, das geht auch. Den Namen finde ich auch in Ordnung. Vorwärts. Weiterer Wille der Weisen oder ist hier was anderes drin? Nee, ein Wille der Weisen. Der dritte in der Zahl. Das heißt, wenn wir uns dem hier unten jetzt nähern, dann sind wir praktisch wieder direkt bei dem Stand, wo wir die Vertiefung zu einem weiteren Weisen maximieren können. Richtig schön. Hey Flo, ich bin gerade dabei, alle 5 Phantom Ganons in Schloss Hyrule zu bekämpfen. Kriegst aber nicht hin. Glaub an dich, du packst das. Glaub an dich. Ich tue es auf jeden Fall. So, den hier unten kurz abändern, damit ich den besser sehe. Schön in Rot. Und jetzt geht's ab zu ihm hin. Die Irrschlösser waren so nice. Hat wirklich super viel Spaß gemacht, die zu besiegen. Vor allem immer hier oben rum zu flattern, ist immer super satisfying gewesen. Oh oh. Das war nicht Sinn der Sache.
Das war so nicht ganz geplant. Aber ich kann euch zeigen, wie leicht man hier hochkommen kann. Wenn ihr bei einem von den Dingern seid und ihr denkt so, oh, ist gerade relativ schwierig, flattert einfach irgendwie zu einer Wand hin, die anders markiert ist. Ah, Taburas habe ich bisher noch nicht gemacht, Luca. Machen wir noch. Flattert einfach hier zu einer dieser Wände, ne? Und geht da dann simpel hoch. Ihr könnt das entweder mit wenig Ausdauer machen oder mit viel Ausdauer. Wenn ihr wenig Ausdauer habt, einfach hier kurz bei einem dieser Spots erholen. Schaut, weil wenn man jetzt hier oben ist, kann man immer bei diesem Spot sich erholen. Heißt hier. Da unten kann man erstmal eine Weile stehen bleiben. Und so kann man wieder neue Energie farmen. Wenn man aber viel Ausdauer hat, kann man im Prinzip fast komplett nach oben durch. Was mit der Schwerkraft, die ist bei den Schlössern komplett aus. Feiere ich an der Stelle auch super, von daher. Gut, dass wir hier oben sind. Jetzt einen davon. Und ich hoffe, dass das ausreicht mit der Bautomatik. Dass wir uns das hier bauen. Funzt nicht. Okay, egal. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Ich glaube, wir müssen dafür eher hier hin. Und uns irgendwie was zusammenbauen, womit wir da hochflattern. Wo ist der Griok-König im Untergrund? Zeige ich dir gleich zum Abschluss, Johnny. Zeige ich dir gleich zum Abschluss. Wir sind ja eh schon fast da. Warte mal, wie viele Pfeile haben wir überhaupt gerade? Ich habe gar nicht darauf geachtet. Wir haben 7 Pfeile. Oh mein Gott, das wird... Das wird close. Das wird verdammt close werden. Okay, ja, ich hole uns erstmal neue Materialien hier aus dem Automaten und danach gehen wir noch kurz Pfeile farmen. Dann läuft das hoffentlich wieder. Wie viele Drachen gibt es im Spiel? 14 Stück. 10 normale. Und dann 4 König-Grioks. Lass mal den Automaten sprengen. Bam. Danke für die ganzen Materialien. Da kommen ja immer mehr raus. Ach du Schande. Viel zu viel. Dennoch, vielen Dank dafür. Gut. Jetzt müssen wir nur kurz schauen, dass wir bessere Waffen kriegen. Dafür würde ich tatsächlich ganz kurz nach Schloss Hyrule reingehen. Weil die haben die besten Waffen in der kürzesten Zeit für uns freigelegt. Machen wir das an der Stelle. Hey Flo, wo ist die Statue? Ich finde sie nicht im Ornidorf. Im Ornidorf habe ich auch tatsächlich keine Ahnung, wo die Statue ist. Machst du auch einen Stream von allen Fröschen, also diesen Gigamas unten? Ja klar, wir machen alle Boss-Rushe durch. Das heißt, von jedem Boss machen wir einen kompletten Rush. Weil wir müssen allesamt erledigen. Das gibt irgendeine Belohnung, ich weiß mal nicht welche, aber es wird auf jeden Fall im Spiel vermerkt, ob man einen Boss schon mal besiegt hat oder noch nicht. Daher wird es eine Belohnung geben. In welcher Form? Müssen wir noch schauen. Das zu machen lohnt sich aber definitiv dadurch. Okay, bei den Wellen waren immer schöne Waffen. Dann müssen wir einfach mal kurz von Wall zu Wall gehen und uns alle einsammeln. Hier oben ist nichts. Hier an der Seite auch nicht. Dann aber bestimmt hier unten. Oder? Nee, auch nicht. Hä? Da waren noch immer so schöne Waffen drin. Vielleicht bei dem hier drüben. Das Hylia-Schild hatten wir schon im Part 54 geholt gehabt.
Stimmt, also jeder, der gefragt hatte, wo das beim Ornidorf die Statue gibt. Unten relativ nah vor dem Eingang. Wurde gerade in den Stream reingeschrieben. Okay, 3 Holzpfeile. Ist ein Anfang, I guess. Ich brauche jetzt nur einen Bogen nochmal. Am besten sogar einen Königsbogen. Das wäre wirklich legendär. Ist hier irgendwo einer? Nee, aber weitere Pfeile. Klasse. Müssen wir sie nicht in einem Dorf kaufen. Oh, hier unten, das ist definitiv eine Aufgabe für Unibo. Mach mal auf. Auf da. Rauf. Perfekt. Und Königsbogen, Königsbogen, Königsbogen. Please, 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 please. Königs-Zweihänder. Mindestens genauso gut wie ein Königsbogen. Nach Angriffsstärke synthetisieren wir mal ganz kurz das Ding damit. Let's go. 65 Damage. Nice. So langsam kriegen wir wieder richtig gute Waffen. Ich freue mich auf den nächsten Boss Rush. Ich freue mich allgemein auf alles, was noch kommen wird, Friends. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Wir machen das Spiel zu 100% und noch einige weitere nice Challenges und Parts. Also generell, wenn ihr Bock auf Tears of the Kingdom habt, seid ihr hier an der richtigen Stelle. Komm, 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 komm. Ich meine, an und für sich können wir gleich auch in die Bibliothek und in Speides Zimmer zurückgehen. Die hatten auch ein paar coole Sachen da. Ah, nee, nicht das benutzen. Benutzt zum Zerschmettern bitte den hier, den 25er. Dank dir, Link. Dank dir fürs Verständnis, Linky. Ich hätte mich jetzt kaputt gelacht, wenn die Materialien alle Reistöpfe wären. Oh, die Materialien eben bei dem Kapselautomaten. Reisetöpfe wären aber auch ganz cool gewesen. Not gonna lie. Hätte ich auch ganz cool gefunden. Königshellebarde. Boah, genau das, was ich brauche. Noch ein paar Pfeile? Yes, sir. Ich habe das Gefühl, Schloss Hyrule ist der perfekte Ort, um Waffen zu farmen, beziehungsweise generell Materialien zu holen. Also falls ihr irgendwann mal merkt, okay, ihr seid irgendwie ein bisschen knapp dran, was Materialien angeht, einfach kurz hier hingehen und ihr könnt direkt durchatmen. Runter damit. Fertig. Was ist das hier? Nächste. Okay. An und für sich hätte ich auch die Sense machen können, aber... Nee. Ich weiß nicht mal, ob wir noch ein silbernes Exhalfrost-Ding hatten. Ich glaube nicht. Reiseschild, den haben wir noch nicht? Was? Okay. Danke. So. Weitere Pfeile? Da hat er nur einer drin gewesen. Hier zumindest 2. Okay. Ganz oben was? Vielleicht. Und das Masterschwert hat auch seine Kraft wieder zurückgelangt. Perfekt. Damit kombiniere ich dann gerade mal Weißer Leune Massivhorn. Nice. Und ab in den Wall rein. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Bogen. Irgendwo. Nächster Boss ist wieder ein Königsgriok. Den werden wir uns auch gleich mitnehmen. Soldatenschwert, Soldatenlanze. Yes, Sir. Mit denen hier zusammen. Komm. Und den hier. Auch dahin. Den muss ich wieder aufsammeln. Hier haben wir nämlich leider nicht noch einen weiteren drin gehabt. Komm schon, mach die Truhen kaputt. Ein Pfeil. Habe ich sonst noch was Schwaches, das die Dinge aufschlagen könnte? Ich glaube höchstens den hier. Nice, noch ein Pfeil. Okay, gib mir einen Bogen, ganz oben bestimmt. Ich esse gerade und guck den besten Stream und zwar dein. Oh, dank dir. Das ist zu viel der Ehre.
Lass es dir wohlbekommen. Mahlzeit. Lass dir schmecken. Komm, 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 komm. Ich sehe da vorne den Krog, aber ich kann gerade keine Pfeile verschwenden, von daher ignoriere ich ihn einfach mal weiter. Aber keine Angst, ich habe den gesehen, ne? Wisst ihr Bescheid. Ich ignoriere ihn nur mit Absicht. Gut, hier oben gibt es tatsächlich nichts mehr. Oder lass mal schauen, wenn es nur ein einzelner Ballon ist, kann ich den hier abschießen. Aber nur, wenn es ein einzelner ist. Wenn es jetzt drei oder vier sind, dann habe ich da keine Lust drauf. Wo ist er? Aha. Ach, come on. Es sind zwar drei oder vier gewesen, aber ist egal. Passt schon. Hauptsache, wir haben ihn doch mit. Ich nehme die Kiste mit der Ultrahand hoch, lass sie fallen, dann gehen sie auf. Stimmt, das wäre auch eine gute Idee gewesen. Ja, aber so wie wir es gemacht haben, geht das auch schon irgendwie klar. So. Dup, 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 dup. Jetzt sind wir hier. Ich würde da vorne noch beim Tor schauen und danach springen wir runter auf die unteren Ebenen. Schauen uns da mal so ein bisschen um. Ich brauche immer noch einen Bogen. Ohne Bogen da oben hinzugehen, das wäre Selbstmord. Am besten sogar zwei Bögen. Dann klappt das auf jeden Fall für die beiden noch. Puh, ich liebe diese längeren Streams. Die haben so einen ganz, ganz besonderen Vibe. Oh, Krog-Rätsel. Haben wir schon gelöst. Schade, ich hätte eigentlich eine Waffe oder so erwartet. Naja, egal. Rein in das gute Stübchen. Hi du. Hier vor dem Kamin war auf jeden Fall mal was. Lass mal die hier kurz miteinander verknüpfen. Jetzt. Hey. Du hast echt recht, das ist voll nice. Viel besser als so, wie wir es bisher immer gemacht hatten. Einfach miteinander verknüpfen. Und da ist er, der Bogen. Ich weiß mal nicht zwingend, ob das der ist, den ich haben wollte, aber ist egal, passt schon. Ich würde zuerst empfehlen, auf Tulin und Rito zu gehen. Das sind die beiden wichtigsten, meiner Meinung nach. Soldatenbogen ist jetzt zwar nicht zwingend der stärkste, aber es passt. Oh oh. Gut, paar Holzpfeile. Hier sind bestimmt auch noch welche dran. Nehme ich gerne mit. Oh yeah, sechs Stück. Wir haben hier so viele Materialien, die wir farmen können. Das ist einfach nur gottgleich. Jetzt noch irgendwo eine schöne Waffe und dann bin ich einfach der glücklichste Mensch auf der Welt. Hier ist nichts. Haben wir hier auf der anderen Seite denn schon durchgeschaut? Nee, haben wir nicht, denn hier liegt tatsächlich ein Reiseschwert. Kein starkes. Aber mit einem starken Material verknüpft, durchaus legitim und es hat seine Daseinsberechtigung. Nice. 40 Damage, richtig gut. Hier unten irgendwo einen Bogen? Ich brauche noch einen Bogen noch. Please. Moin Meister. Ich ignoriere dich jetzt einfach mal freiwillig, weißt du? Kannst gern dein Ding machen? Ich brauche das nicht. Okay. Ah, 10 Pfeile. Und noch ein Reisebogen. Nice. Wie viel machen denn die Reisebögen als Damage? 5. Okay, das ist echt nicht die Welt. Ich brauche einen Königsbogen. Der Rest funktioniert nicht.
kurz schauen? Hier vorne irgendwo was? Nee, 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 nee. Aber hier ist safe. Nice, drei Stück. Und hier ist nichts, aber oben bestimmt. Wo kommen wir denn hier hin, wenn wir da rausgehen? Mal schauen. Aha, okay. I love it. Ich glaube, hier oben gab es nämlich einen Bogen für mich. Kann das sein? Hier ist auf jeden Fall ein Schwert und eine Lanze. Reisezweihänder. Das Ding. Hier hinten nochmal ganz kurz schauen. Da müssen wir... Ja komm, ich benutze den einfach. Ist egal. Oh oh. Oh, kurz vorm Draufgehen, Kleiner. Naja, ist egal. Geh weg. Danke dir für dein Material. Hier unten vielleicht noch was Besonderes? Komm schon, please. Was haben wir denn eben aufgesammelt? Wir haben einmal einen Reisezweihänder aufgesammelt. Muss ich das hier reinstellen? Vielleicht. Vielleicht gibt es dann so ein richtig schönes Schwert. Okay. Reisezweihänder und Soldatenzweihänder. Nice. Zehn Gegner? Tatsache. Danke fürs Erledigen. Was hat denn der als Ausrüstungsgegenstand gehabt? Nichts, oder? Okay, egal. So. Angriffsstärke? 1, 2. Bam! Synthese-Time. Mit dem hier. Und mit dem hier. Perfekt. Unsere Waffen gehen langsam wieder richtig steil. Ich hätte nur so gerne noch einen Bogen. Habt ihr hier drin einen? Ein Soldatenbogen mit 14 Damage. Oh, wenigstens etwas. Es ist besser als nichts, I guess. Aber es ist halt trotzdem noch nicht die Welt. Ich wünschte, wir hätten hier stärkere. Lass mal durch die Decke schauen. Vielleicht haben sie hier oben irgendwas Interessantes versteckt. Reiseschild. Und hier? Auch einen Bogen. Und das ist ein Reisebogen. Wahrscheinlich auch ein schwacher. Reiselanze. Besser, als wenn wir jetzt hier nichts aufsammeln würden, ne? Okay, mit Feuer. Und Donner. Nice. Da sind die Lanzen tatsächlich gar nicht so nutzlos. Weil wenn die Elementarschaden machen, geht das voll fit. Bei den Bögen, denke ich, muss ich einfach mich drauf verlassen, dass ich relativ starke Angriffe kriege. Das geht aber schon irgendwie klar. Nice. Ja, schade, dass man die Bögen an sich nichts mit nichts verbinden kann. Das wäre cool, wenn die sich auch hätten verbinden lassen. Könnte man stärkere Bögen draus machen. So Gardebögen oder so. Oder Leunenbögen, wenn man die mit Leunenmaterialien verknüpft. Ich denke aber tatsächlich, das war es dann auch alles, was wir holen mussten. Das war dann auch alles. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir irgendwie darüber fliegen können. Das kriegen wir hin, indem wir von hier uns mit dem Material darüber schießen lassen. Auf dem Dach kurz vor der Turmspitze ist ein sehr guter Bogen. Das ist der Schattenbogen. Das Problematische ist nur, dass wir den relativ... Also wir haben den erst vor, ich glaube, einer knappen halben Stunde verloren. Und ich glaube, solange man den noch im Inventar hatte, spawnt er nicht nochmal. Oder spawnt er trotzdem nochmal? Weil das ist der Schattenbogen, der ist wirklich total gut. Ist ein super Tipp, Sabi. Also an jeden, der einen stärkeren Bogen haben will, Schloss Hyrule, kurz vor der Turmspitze, einfach, ohne in der Kiste zu sein, liegt es in einer Ruine drin, also in so einem seitlichen Bruchstück.
Gut, wir müssen jetzt nur irgendwie da vorne hinkommen. Lass uns darüber schießen und von da aus gehen wir dann einfach zum Boss. König Griok im Himmel und danach den im Untergrund. Das wird der krasseste von allen werden. Ich liebe es schon jetzt. Vielleicht hat gerade diesen Schrein mit den Raketen, der war richtig genial. Es gibt so viele coole Schreine. Nintendo war hier wieder mal richtig kreativ geworden. Ganz ehrlich, dieses Spiel hat so viele schöne Eindrücke. Ich wünsche, das wird ewig anhalten. Ich wünsche das wirklich. Gut, und weiter. Wenn ich jetzt mit dem Gleiter einfach raus will, meint ihr, das klappt? Oder meint ihr, das wird schwierig? Wir haben ja auf jeden Fall schon einen fertig. Sozusagen. Den kann ich jetzt noch mit einer Rakete verknüpfen? Ich glaube, das mache ich auch. Und zwar mache ich die hier dran. Und hier ganz auf die Mitte nochmal so einen Lenkstab. Damit wir hier ein bisschen Herr der Lage drüber sind. Perfekt. Jetzt schauen, dass wir möglichst weit nach oben kommen. Dann passt das Ganze. Oh, oh, wait a minute. Wait a minute. Wir machen das anders. Weil der Gleiter geht ja wahrscheinlich kaputt, bevor wir da oben sind. Wir bauen uns das Airbike und fliegen damit dann dahin. Let's go. Ja, wir können die Materialien ja auch abmachen. Der Gleiter geht kaputt, der ist nicht zuverlässig. Ich will aber nur zuverlässige Elemente haben. So. Komm, schön mittig. Na, ist an dem falschen Ding dran gegangen. Mach den hier unten dran. Das schön mittig. Nice. Gut. Jetzt den hier so. Auch noch leicht nach hinten geneigt. AKA, wenn ich den hier so dran mache, sollte es hier eigentlich passen. Let's go! Das richtig, richtig coole Airbike. So habt ihr es gemacht. Einen wunderschönen an alle im Chat und an Feuerstachels. Abo ist raus. Dank dir leider geil. Freut mich, dass du da bist. Jetzt geht's richtig ab. Der vorletzte König Griok, den wir erledigen. Die Untertanen sind allesamt schon erledigt. Muss sagen, einer von denen hat uns tatsächlich relativ gut zu Sachen gemacht. Zu schaffen gemacht, aber jetzt geht's Richtung Endspurt. Und wir haben es endlich richtig gut gebaut. Schaut mal, ich muss auch nichts gegen korrigieren. Ich kann einfach draufstehen und es trägt uns direkt voran. Und das Tolle ist, es ist nicht wie ein Leiter, dass es irgendwann kaputt geht. Nee, nee, das bleibt die ganze Zeit erhalten. Ich glaube, Nintendo hat auch schon damit gerechnet, dass wir ungefähr sowas bauen. Wie das hier. Kurz nochmal dafür sorgen, dass wir auch wirklich keine Flugprobleme kriegen. So, now Energiesphäre. Wo bist du? Die große da unten. Perfekt. Und dann geht's ab dafür. Ich mag dich sehr, du machst mich glücklich, obwohl ich dich seit gestern kenne. Wow, das freut mich zu hören. Ich meine, der erste Eindruck ist es ja schließlich fast immer, der zählt. Sonst bleibt man ja auch nicht in Streams oder so drin. Von daher freut mich das echt sehr zu hören.
Woher hast du die Kleidung in BOTW? Hatte ich alles, aber jetzt ist alles weg. Ja, die Kleidung muss man in Höhlen oder im Untergrund zusammensuchen. Die sind da hauptsächlich in Schreien platziert. Das heißt, ihr seht, wo was Besonderes ist, dadurch, dass es halt in so einem Viereck mit Fackeln oder irgendwie halt sehr imposant präsentiert wird. Also ich sag's mal so, ihr seht direkt, wo was Besonderes ist. Und das kann entweder in Höhlen sein oder in den Minen im Untergrund. Ist das der Girok aus der Luft, den du jetzt machst? Nee, nicht den aus der Luft, sondern... Wobei doch, die im Himmel. Ja, das ist der letzte der König Grioks im Himmel. Es gibt ja drei Grioks im Himmel, das sind alles König Griok, das heißt die drei Elementardinger. Und danach gibt es noch einen König Griok unten im Abgrund, das ist der stärkste von allen, weil er von Miasma durchdrungen ist. Ich finde ihn auf jeden Fall am coolsten. Und hier oben sehen wir den auch schon, den Typen. Wait a minute, wir haben einen König Griok noch nicht fotografiert, das müssen wir gleich auf jeden Fall auch noch machen. Moin Diego, freut mich, dass du da bist. Es war ein ganz schön langer Ritt. Der ist wirklich komplett abgelegen. Abgelegen von allem. Okay, krass. Dachte, es gibt nur drei. Nee, es gibt tatsächlich sehr viele verschiedene. Insgesamt gibt es 14 verschiedene Grioks. Zehn normale Elementardinger, also die, wo nur ein Element beherrschen. Und dann vier, die alle drei Elemente haben. Gut. Halt mal kurz still. Dank dir. Und jetzt schön hier hinter kurz ausruhen. Das Ding hier essen. Sportmedizin. Und vorwärts. Den müssen wir halt jetzt mit sehr starken Sachen kombinieren. Wir haben aktuell noch den 24er Bogen, von daher sollte das passen. Das hier auf den hier. Machen wir es auch auf den Eis drauf. Auf den Donner, meine ich. Und Eis auf den in der Mitte. Let's go. Jetzt schön zum Masterschwert greifen. Das sollte den richtig hart in Mitleidenschaft ziehen. Das hat leider echt verdammt stark. Schaut ihn euch an. König Griok. Wie er leidet und lebt. Jetzt macht er seinen Luftschlag. Und wir müssen irgendwie wieder an Höhe gewinnen. Komm schon. Oh, Jesus. Seine Flügel erwischen mich da allerdings auch immer noch anscheinend. Okay, okay, okay. Beruhig dich mal, Kleiner. Dank dir. Let's go. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Get wrecked, Buddy. Ich liebe sein Design, seine Aufmachung, einfach alles an ihm. Der Typ ist eine Legende. Heiliger über Gerudo. Angriff. Hat jetzt nicht so viel gemacht. Oh. Er verschießt jetzt seine Eisdinger. Okay, das ist ein bisschen gefährlicher als der Rest, den er sonst gemacht hat. Aber gut, kriegen wir trotzdem noch hin. Moblin-Hauer könnte ich auch benutzen, aber ich bleibe erstmal bei den Griok-Dingern. Weil das gibt relativ guten Push auf alles. Den letzten in der Mitte muss ich noch kurz erwischen. Mach nicht so einen Harambazamba hier. Oh, den habe ich anscheinend noch gar nicht erwischt gehabt. Krass. Nice. Haben wir. Komm schon, mach deinen Signature-Move. Mach ihn. Ich weiß, du willst es. Let's go. Okay. Ich würde ganz gerne den Blitz erstmal wegschaffen. Glaube ich aber leider nicht. Okay. Ich war am Anfang sehr skeptisch mit dem Spiel, dann habe ich es mir doch gekauft und finde, die haben mega abgeliefert. Aber sowas von. Okay, jetzt hat er leider alle drei Elemente, die auf uns niederrasseln. Wird schon klappen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt nicht bei den Eisdingern landen. Beziehungsweise gerade bei den Eisdingern, ne? Okay, komm ab nach oben.
Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, du schaffst das. Bitte lass hier nichts im Weg kommen. Yes, sir. Kleiner Genosse, du meinst wirklich, du könntest mir hier irgendwas? Du kannst mir gar nichts. Kurz zum anderen Bogen wechseln. Ich hoffe, ich habe noch einen relativ starken, den 14er. Wenn ich hier jetzt immer noch den neuen Hut drauf mache, sollte das eigentlich passen, dass wir ihn komplett down kriegen. Mit Sturzschaden und dem Schaden, den wir ihm jetzt verpassen, dürfte er dann auch komplett erledigt sein. Okay, andere Waffe, die ist nämlich viel zu schwach, die wir gerade haben. Die hier, weiße Leunenlanze. Bum, 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 bum. Und der vorletzte Griok-König. Peiniger über Gerudo ist down. Gewalt ist eine super Lösung, also ich bevorzuge die, zumindest hier bei den Grioks. Haben wir sonst noch was, das ich aufsammeln kann? Nee, ich glaube nicht. Dann holen wir uns noch ganz kurz den Willen der Weisen ab. Und gehen danach in den Abgrund zum finalen Griok-Boss des Parts. Ich liebe es schon jetzt. Ab dafür. Ich bin gespannt, was es ganz unten als Belohnung gibt, wenn wir den besiegt haben. Der ist nämlich hier vorne. Man kommt nur von der Seite rein. Heißt, wir müssen schauen, wie schnell das jetzt gleich klappt. Dann einfach mal sehen. Oh. König Griok, komplett von Miasma durchströmt. Let's go, ich hab Bock drauf. Der 14. in der Zahl. Lass den mal besonders markieren. Ändern, hiermit. Und zuerst zum grünen Spot, danach zum lilanen Spot. Hey Flo, kannst du kurz erklären, wie man Mod wird, damit Mandy mal schnell ist? Mod wird man im Prinzip einfach, indem ich sehe, okay, ihr interagiert gut mit dem Chat. Das wird man nicht durch Fragen, sondern einfach, indem man gesehen hat, okay, ihr könnt das. Also ist eigentlich genau das, was du gerade machst, negativ dafür, Mod zu werden, weil das ist halt das, was Mods nicht machen sollten. Oh, und Mods werden hauptsächlich hinzugefügt, wenn ich sehe, okay, der Kanal wächst und es ist neuer Bedarf da. Gerne, gerne. Meint ihr, wir können auch ganz hoch? Nee, da ist auf der Karte so ein komplett schwarzer Fleck. Das ist eine unüberwindbare Map. Oh, ein Tipp nochmal an jeden raus. Ich weiß, ich habe das schon sehr oft gesagt, aber wenn ihr im Untergrund die Map noch nicht freigelegt habt, schaut im Obergrund vorbei, weil wenn ihr hier beispielsweise eine Schlucht habt, die nicht überwunden werden kann, oder Wasser, dann ist das auch im Untergrund unüberwindbar, also diese schwarze Fläche. So könnt ihr relativ gut wissen, okay, wo ist was. Und wenn ihr im Obergrund einen Berg habt, ist das im Untergrund eine Schlucht. Wenn ihr im Untergrund einen Berg habt, ist das im Obergrund eine Schlucht. Also jeweils entgegengesetzt von allem. So kann man sich auch, wenn man relativ wenig freigeschaltet hat, im Untergrund relativ gut hin und her bewegen. Okay, jetzt habe ich so viel gelabert, dass ich sogar den Eingang verpasst hatte. Der war nämlich hier unten. Na dann, ab dafür. Was geht? Schaut ihn euch an. Griok-König komplett durch Miasma durchströmt. Und wir sind gerade in der Griok-Höhle. Der gibt hier unten auch nochmal eine fette Belohnung. Irrlichter en masse und an den Seiten auch die ein oder andere Statue, die auf ihn drauf leuchtet. Das ist das grande Finale. Griok-König. Kein Beiname, kein gar nichts. Das hier scheint der wahre Endboss, der wahre Kaiser, der Imperator der Grioks zu sein. Und daher, schleunigst ran da, lass ihn uns erledigen. Zum Feuer, zum Eis, zum Blitz, der braucht zweimal, und dann nochmal hier. Let's go. Get wrecked, Buddy.
Ich liebe ihn einfach. Komplett durch Miasma durchströmt. Okay, nochmal dasselbe. Jetzt macht er seinen Flugmove. Aber ich kann ihm relativ gut ausweichen, indem ich simpel auf die Statue hier hochkletter. Oder? Geht das? Komm schon. Es funzt nicht. Nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte zumindest. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Es ist eher sogar ein Gefängnis für mich. Let's go. Leunenhuf oder wollen wir tatsächlich stärkere Sachen machen? Wir machen mal einen Griok-Flügel. 2. 3. Und jeweils noch mal ein zweites Mal ins Auge. Der Griok-König ist nämlich deutlich widerstandsfähiger, als es noch die normalen Grioks waren. Runter da! Aber auf die Augen drauf. Beziehungsweise... richtig ins Gesicht! Leider treffe ich da nicht so viel. Der ist hier halt echt doof platziert, muss ich sagen. Platziert dich mal ein bisschen weiter weg. Dankeschön. Er hat mir zwar nicht zugehört, aber ist egal, fast schon. Gut. Wieder eine erhöhte Lage holen. Von hier aus runter. Let's go. 1. 2. 3. Erstmal auf jedes Auge alleine drauf schießen, damit er aufhört anzugreifen. Und danach den zweiten Hit verpassen, sodass er wieder zu Boden fliegt. Danke für dein Auge. Eieieiei, Kleiner. Liegst sehr unbequem da. Also ich würde so nicht da liegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber okay, geben das seine. Wir haben leider nur noch einen langsamen Tempo-Boost. Zwar nur noch von 15 Sekunden. Sollte aber trotzdem klar gehen. Okay. Rauf da. Rauf da. Rauf da. Gut. Und jetzt mit den Bomben in die Mitte. Ein bisschen Schaden gemacht. Allerdings reicht das bei weitem noch nicht aus. Wie viele Pfeile haben wir noch? Noch ein paar. Aber nicht so viele, als dass das ausreichen würde. Oh, Jesus. Er fliegt jetzt wahrscheinlich komplett in die Luft. Und will uns ins Nirvana jäten. Da sehe ich mich nicht ganz, muss ich ehrlich zugeben. Gut, und der letzte Treffer. Get wrecked, Buddy. Fast bei der Hälfte angelangt. Nice. Gut, die ist weg. Den hier. Gut. Okay, er ist so gut wie down. Hopp, 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 hopp. Schön wieder verstecken. Weil seine Moves können einen, wenn man in der freien Bahn steht, wirklich gut finishen. Man kann da kaum vorwegrennen. Er ist sehr schnell im Anpassen von seinen Lichtstrahlen. Von daher immer schön aufpassen, dass ihr da etwas mehr Distanz zu ihm habt. 24er Bogen habe ich noch. Ich hoffe, der kann ihm fast den letzten Schlag verpassen. Ja, auf jeden Fall cool. Okay, komm, 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 komm. Der ist down. 14er Bogen. 15 Schüsse noch. Das klappt. Jetzt kommt er von der Seite. Heißt, kurz erholen. Und jetzt ab dafür. So. Und der letzte finale Hit. Und BÄM! Jetzt macht er gleich seinen Finisher in der Luft, richtig? I guess so. Davor will ich allerdings wieder mal... Ah, ich glaube, ich kann ihn so keinen Hit verpassen. Okay, okay, okay. Mach deine letzten Worte. Sprich sie. Jetzt hast du die Chance. Komm her, Kleiner. Okay, zuerst das. Lass uns einen von den Eiszapfen holen. Einen von den Eiszapfen. Come on, come on, come on, come on. Okay, okay, okay. Let's go.
Bitte keine Eislaffen hier drauf regnen lassen. Ich bin ja schon dabei, nach oben zu gehen. Okay, komm, 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 komm. Let's go. Wo ist er? Hier vorne? Oder wo? Oh, Jesus. Warte mal. Kriegen wir doch relativ gut down, oder? Noch ein bisschen weiter nach vorne fliegen. Und jetzt? Ein Schuss für mich. Ein Schuss für dich. Für dich. Oh, nee, geht nicht. Vielleicht eine Bombe? Probieren wir mal. Nee, hat nicht so gut funktioniert. Ich lasse ihn nochmal seinen Finisher machen. Das ist so episch. Let's go. An und für sich wäre das Beste, was wir machen könnten, auf die Eisdinger zu warten, weil das sind die kräftigsten von den ganzen. Okay, okay, okay. Ab nach oben. Please, sag mir, dass hier nichts runterkommt. Ah. Sieht gerade relativ gut aus. Perfekt. Wir haben ihn. Buddy. Es ist an der Zeit zu gehen. Komm schon. Zwei Hits. Oh, oh. Kein Bogen mehr, kein Bogen mehr. Wobei. Keine Pfeile mehr, oder? Wir haben keine Pfeile mehr. Oh mein Gott. Er ist kurz vorm Down sein. Er ist kurz vorm Down sein und wir haben keine Pfeile mehr. Und auch kaum Herzen. Oh nein. Was sollen wir machen? Okay. Es geht nicht. Oh. Bomben werfen und Feuerfrucht wäre das Beste gewesen, yes. Boah. Wir müssen echt auf unsere Pfeile drauf aufpassen. Ich verknüpfe die ab jetzt einfach mit den stärksten Elementen, die wir nur haben. Aber das Ganze klar gehen sehr, sehr. Also man kann sich den Mod-Status nicht erkaufen. Das ist doch unnötig. Schreib einfach ganz normal. Mach im Prinzip wirklich das Gegenteil von dem, was du gerade machst. Und vielleicht wirst du irgendwann Mod werden. Weil das aktuell ist halt so, das ist so, keine Ahnung, das ist das, was ich halt nicht gerne im Chat habe. Also praktisch die ganze Zeit um Mod bitten ist so einer der Punkte, der halt nicht im Chat sein sollte. Weißt du? I don't know. Stimmt, so ein Dreierschussbogen wäre tatsächlich sehr von Vorteil. Gut, ab nach oben. Aber wir haben halt gerade keinen Leunenbogen, von daher müssen wir uns irgendwie so zu helfen wissen. Let's go. Einer ist weg. Zweiter ist weg. Und bei dem benutze ich einfach einen sehr starken. Und zwar den Griok-Flügel. Zweimal. Sollte auch down sein. Gut, was ist unsere stärkste Waffe gerade? Wir haben eine 58er, wir haben auch eine 65er. Das ist ein Zweihänder. Den benutze ich dann einfach mal. Let's go! Immer schön in sein Face rein. Jetzt will er uns weghaben, I guess. Aber, wenn ich mich hier hinter verstecke, passt das Ganze. Da kann er nämlich nichts machen. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. 39 Pfeile haben wir noch. Komm schon, das passt doch hiermit.
kriegen wir locker down. Come on. Show me what you got, Kleiner. Show me what you got. Okay. Selbe Thematik wie eben. Der ist halt super heavy und sieht extrem episch aus. Oh mein Gott. Feuer weg. Eis weg. Nee, sorry. Blitz weg, nicht Eis. Eis braucht keiner. Eis ist nicht gefährlich, das sag ich schon. Und dann wird er mir gerade gefährlich. Ich sollte echt aufpassen, was ich sage, wisst ihr? Falsche Sachen verschossen. Lieber das hier. Und jetzt Bomben. Hauptsache er ist weg. Oh oh. Okay, wir machen das einfach wieder simpel. Hoppa. Panikschüsse bringen einen hier relativ wenig. Von daher. Let's go. Okay. Rein in den Speck. Let's go. Ein Soldatenschwert. Yes, sir. Rauf da. Bam. Nummer 1 ist weg. Nummer 2 kommt sogleich. Er wird jetzt nämlich seinen Finisher-Move machen. Den kriege ich allerdings gut hin. Ja, wir sind komplett drauf gewappnet. Rio König. Du wirst mich nicht hinkriegen. Not bad, der Try. Bisher ganz gut. Game over für dich, Kriok. I'm sorry. Doch, das sieht nicht gut aus. Jetzt kommt gleich sein Eishaffen. Perfekt. Lass den hier nehmen. Oh, come on! Wieso kam der nochmal da hoch? Okay. Jetzt aber. Hier kommt keiner mehr drauf, richtig? Yes, sir! Was macht der? Hier oben zu mir, oder was? Hier oben zu mir? Ja, nö, ist klar. Okay, was habe ich für starke Sachen? Nach Angriffsstärke. Nehmen wir einfach die silbernen Dinger. Ist mir egal. 2, 3, 4 und get wrecked, buddy. Finisher! Der letzte Griok-König, der Imperator aus dem Untergrund, ist nun eiskalt erledigt worden. Ich bin sehr gespannt, was der hier in der Truhe beschützt hatte. Zuerst holen wir uns natürlich seine Materialien, feiern ganz kurz, dass wir es geschafft hatten, alle Grioks in einem einzelnen Boss-Rush, in einem einzelnen Stream zu erledigen. Und ja, was befindet sich hier in der Truhe? War es das Ganze wert? War es den Aufwand wert? Oder vielleicht war es einfach nur eine schöne Erfahrung? Mal sehen. Nein, denn wir haben tatsächlich die Schattenmütze bekommen. Der Held, der gegen Schatten kämpfte, soll sie getragen haben. Riecht ein klein wenig nach nassem Hund. AKA das von Twilight Princess. Friends, damit haben wir auch den Boss Rush gegen alle Grioks erfolgreich abgeschlossen. Wenn ihr das Ganze nachzocken wollt, macht das unbedingt. Wir haben alle besiegt. Ich gehe auch davon aus, dass wir bei Kilton oder irgendeinem anderen NPC dafür eine Belohnung kriegen, dass wir die gesamten Grioks erledigt haben. Was es ist, erfahren wir aber erst in einem späteren Part. Von daher, danke, dass ihr am Start wart. Wir sehen uns um 18.30 Uhr wieder. Da geht es dann in einen weiteren Stream, wo im Untergrund weiter gehasselt wird. Ich freue mich, dass ihr da wieder reinschaut. Und bis gleich, euer Stachel. Habt einen wunderschönen Tag und bis um 18.30 Uhr. See you. Tschüss. Bis gleich.